Der macht das auch nur im. Ah, jetzt. Ah, scheint zu funktionieren. Sehr schön. Fragezeichen, 60 Meter, laufen wir nochmal hin. Falle, aber. Kohle habe ich denn? Was habe ich denn da jetzt, Kohle? So, dachte ich, muss ja hier auf beitreten. 1800, das ist. Spiel beitreten. Ja, wäre halt schön, wenn du da dann das Bild mal ändern würdest, Junge, hier. Jetzt. Bing. Jetzt hat er wieder nur einen Window-Modus. Window. Window. Black Window. Ja, warum macht er denn nur diesen Window-Modus? Ja. Mal sauber machen, das wäre. Ja, ich hätte gern Fullscreen. Das wäre toll. Ja, ich habe unten sehe ich meine ganze Taskleiste. Egal. Sieht man das im Stream? Nein. Also egal. Also ich sehe es. Nein. Nein. So, und worauf muss man jetzt hier achten? Was muss ich machen? Tiere erledigen. Du läufst in den Wald, ganz alleine. Achso, du bist ja ganz am Anfang, ja. Da müsstest du dir eigentlich ein bisschen was erklären. Nö. Normalerweise ist dann, wenn du im Weg ein bisschen folgst, dann hast du dann irgendwann links hier diesen Aussichtsturm. Sehe ich. Entweder, ja, da gehst du gleich mal hoch. Ja. Entweder auf dem Weg oder dahinter auf dem Weg hast du dann Reh normalerweise stehen. Stellen die mir extra ein Reh dahin, weil sie, ne? Festgebunden. Als Erfolgserlebnis. Muss ich hier irgendwas essen oder so? Nein. Kein Survival-Spiel. Doch, du musst was essen, weil sonst hättest du ja keinen Salzstreuer dabei. Was ist denn das auf der 3, was ich da habe? Drück. 3? Viehzeug. Komm mal hin. Das ist so ein quietsche Ding. Ja, was ist die 5? Also ich habe meine Tastaturbelegung anders gemacht. Also die 4 ist der Salz- bzw. Pfefferstreuer. Ja, ja. Da kannst du das Tier mit Würzen. Ja. Genau. Ne, damit lockst du die halt an. Ja, aber da ist irgend so ein Spray, was ich habe. Ja, okay, das Spray, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie das funktioniert. Das ist Insektenspray, weil da kommen, mit der Zeit kommen da ganz viele Fliegen und Mücken. Steht aber auch nichts zu, ne? Spitzen. Doch, wenn du mal, drück mal M, wie Martha. Dann hast du ja die Übersichtskarte, ne? Und dann hast du links verschiedene Reiter. Geh da mal auf Inventar, diesen Rucksack. Ja, würde ich gerne, macht er nicht. Ist schon wieder verschoben hier vom Bild. Okay. Wenn du das irgendwann mal hinkriegst, dann kannst du ja mal auf Lockmittel gehen. Ist echt verschoben. Moschustierduft. Genau, und dann steht da unten, was das macht. Aha. Wofür es eigentlich gedacht ist. Oh, ein Warnruf. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich versuche das gerade mal irgendwie einzustellen. Das nervt ja tierisch, ey. Einfach nur gern Vollbild. Ach, jetzt geht's. Schön, dass du da bist. Ah, du kannst damit Tiere anlocken. Gehen wir erstmal auf diesen Jägerstand drauf.
Der ganz kleine. Oh, das ist eine Bank. Ich setz mich erstmal. Ja, ich hab mir schon einen Hochstand, hab ich mir schon gekauft. Ja, ich hab mir jetzt zwei Stück inzwischen schon. Ja, aber was soll ich? Ah, hier oben. Obwohl, ne, Aussichtspunkt, hier begutachten. Oh. Das ist für die Mittagspause, damit du da Kaffee trinken kannst. Deine gesammelten Schokobons essen kannst. Okay. Na, guck mal, da ist er da drin. Manni! Tier 3 ruft mich. Aber die Grafik ist nicht so geil, ne? Finde ich eigentlich schon ganz gut. Ja, jetzt so auf die Entfernung, sehen die Bäume richtig AA aus. Ich hab alles auf hoch. Blutungsgrad sehr gering, ich glaube Takt. Anzeige? Ah, hör mal. Oh, ist hier etwa noch eins? Wieso kannst du nicht auf Abonnieren klicken? Okay. Ja, so die Sachen nah, die sehen geil aus, aber da ist ein mega viel Blumeneffekt drauf, ne? Dieser Verwischungsträumereffekt. Bei mir eigentlich nicht. Bei mir sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Haut grad. Ah, ich hol mir erstmal meine Trophäe her. Ich sprühe mich erstmal mit diesem Moschusduft ein. Funny, ich hab gewonnen. Da steht man doch 0 von 3. Ah, was war da? Da stand irgendwas. Yeah. Abgeschlossen, abgebrochen. Ja, der Fang genau. Abgebrochen. So, da unten steht er. Ja, ich kann ja nochmal machen. Oder was ist das denn? Adlerauge? Oh! Haha! Yeah. Sehr frisch. Boah, Junge, der ist hier. Weißt du, wie das geht, Manni? Was? Hier die neue Herausforderung. Lege und verwerte ein Tier ohne ein Ziel. Er musste diese Scroll-Taste muss er dann gedrückt halten, da macht er das. Auf Mausrad, genau. Genau. Das Visier ja weg. Das ist übrigens ganz praktisch, wenn ein Tier in der Nähe ist, zum Beispiel ein Fuchs oder so. Was sind die blauen Spuren und was sind die roten? Die roten sind die blauen, dieses Tier verfolgst du gerade. Das rote ist noch unentdeckt quasi. Bei mir sind die weiß. Ja, du musst ja umstellen. Ja, aber wo? Wo hast du ihn umgestellt? Codex. Ja, du musst jetzt wahrscheinlich auf System gehen. System. Grafik bestimmt. Bestimmt. Nee, aufs Spiel. Zyanblau. Weil das weiß, das siehst du manchmal echt schlecht, vor allem wenn es regnet. Hä? Jetzt habe ich da drauf gedrückt, Spur untersuchen, da kommt so ein Ton. Ja, jetzt erklärt ihr was dazu wahrscheinlich. Nee. Umrissfarbe für Tiere? Ja, das ist zum Beispiel mit dem Fernglas, wenn du die gefunden hast. Dann leuchten die so ein bisschen. Ja, ich hab gerade der Spur, bin ich gefolgt und schickt die Spur mich genau wieder in die andere Richtung. Ja, das Vieh läuft nicht nur gerade. Nee, es waren 2 Meter Unterschied. Jetzt schickt er mich wieder in die Richtung. Sitzt der Wolf auf dem Baum oder was? Ja. Wahrscheinlich. Ach, hier sind immer mehrere Spuren, denen man folgen kann, ja? Ja, die laufen ja manchmal mit 5 Viechern rum. Und manchmal hörst du dann halt irgendwie so ein Rufen. Ja, hatte ich gerade. Dann geh da mal mit dem. Mit deiner Blickrichtung quasi dahin. Und dann kannst du halt, wenn das halt nochmal irgendwann passiert, jetzt wird wahrscheinlich zu spät sein, drückst du dann E.
Hab ich. Entweder ist das. Und dann kam dieses Wuff. Oder ein Warnruf. Wuff. Hat er gemacht. Wenn es ein Brummschrei ist, dann muss er halt das Vieh anlocken. Wenn es ein Warnruf ist, auch anlocken. Wenn es nur ein Anruf ist, dann musst du dran gehen. Genau. Spider-Man kann es nicht erreichen, der hat nämlich kein Netz. Ja. Hat keine Spinne. Der hat Netz immer dabei hat. Kann man irgendwie die Luft anhalten hier oder so beim Schießen? Mit Shift dann, wenn du das zoomst. Aber auch, du hast unten dann das Herzsymbol. Wenn das rot ist, bist du quasi außer Atem und dann kannst du schlechter, und dann zittert dein Gewehr und dann kannst du schlechter die Luft anhalten. Wenn du es zu lange machst, dann fängt er auch irgendwann an zu zittern. Ich hab AA gefunden. Ja, dann guck dir das mal an, dann steht da zum Beispiel alt, gerade eben. Sehr alt. Sehr frisch. Ja, dann. Ja, da kannst du essen. Willst du echt Energie. Den Scheiße rum? Das ist ja eklig. Und dann bin ich mega weit weg, nehme ich an, ne? Das schmeckt irgendwie ja. Komisch. Oh, da ist irgendwas. Irgendwas Rotes noch. Konzentrier dich auf eine Spur. Ja, aber das ist so ein Gebüsch, was rot ist. Sind's nur Blätter, oder? Ruhend. Ah, da hat er. Hat er geruht. Ach so, dann hast du ein Bedürfnisgebiet gefunden. Dann steht, wenn du jetzt zum Beispiel N drückst und dann gehst du auf dieses Symbol drüber und dann siehst du unten rechts, wann die Tiere zum Beispiel da sind. So grob. Ich kann da nicht draufklicken, der sagt nur Wegpunkt setzen. Nee, nicht draufklicken, einfach nur drüber gehen. Dann siehst du unten rechts, was das ist und ein paar Infos. Nee, macht er auch nicht. Nee. Wenn du einfach mit der Maus drüber gehst. Ja. Ist das jetzt irgendwie so gelb markiert? Das ist ein N. Wie Nordpol, ein rotes. Ne. Okay, das haben wir gerade tatsächlich nichts. Oh, Fuchs, Warnruf. Wo läuft er denn? Lauft ihr hier rum oder geht ihr ganz normal oder schleicht ihr oder was macht ihr? Kommt immer drauf an. Also meistens laufe ich und wenn ich dann irgendwie was höre, dann hocke ich mich erstmal hin, versuche es anzulocken und dann wird in die Hocke gegangen und gesprochen. Du hast unten auch so ein Lautsprechersymbol, ne? Das ist deine Anzeige für dein Geräusch, was du verbreitest. Ist immer auf 2. Ja, kommt drauf an. Wenn du gleich mal durchs Gebüsch oder so läufst, dann wird es auch ein bisschen rot oder orange. Das ist ja extrem laut. Aber hier kommt keine neue Spur. Dafür kannst du auch dein Handy nehmen, drück mal Tab. Dann bist du wahrscheinlich aus dem Kegel gerade raus. Christian, so ein Vieh, oh, so ein Rotfuchs angelockt. Christian hat auch mit dieser Tröte? Nee, da brauchst du einen speziell und ich habe mir auch die falsche gekauft. Also der hat jetzt Wuff gemacht. Wie Wuff? Lock den an. Achso, der Fuchs? Ja. Ja, dann immer da hingucken, da hast du ja so eine Art Klammer, sag ich mal, wo der Ruf herkommt und dann kannst du normalerweise E drücken, dann weißt du genau, was für einen Ruf der gerade macht. Wenn er einen Warnruf macht, dann hat er irgendwas gehört oder dich vielleicht schon entdeckt. Nee, dann solltest du leiser sein. Ja, achso, der kam jetzt aus dem rechten Lautsprecher. Heißt das, dass es dann auch rechts ist oder was? Grob, ja. Aber du siehst es normalerweise. Bedürfnis gehen. Ja, ich habe links nur so einen Lautsprecher angezeigt bekommen, wenn nicht. Oder ich war blind. Ja, da musst du normalerweise da hingucken und E drücken, wie gesagt. Dann normalerweise es kam einfach so, da waren keine Spuren oder sonst was. Nee. Der ist dann halt irgendwo in näherer Umgebung. Das hatte ich jetzt schon dreimal. Das heißt ja nicht, dass er dann halt vor dir da schon rumgelaufen ist. Da kann ja sein, dass er dann halt komplett entgegengesetzt auf dich zukommt. Ja. Also wieder Spuren. Ruhegebiet entdeckt. So, was haben wir denn hier schön? Da ist so ein Z, dieses Schlafen-Z. Schlafen die da? Ja, genau. Das ist das, was ich zum Beispiel meinte. Das sind so diese Bedürfnisgebiete. Wenn du da jetzt mit dem Maus einfach drüber gehst, also
auf der Karte. Dann steht unten rechts normalerweise, wann die da anzutreffen. Also der sagt immer nur Wuff und dann kommt links so ein Lautsprecher, aber sonst kriege ich gar nichts angezeigt. Nein, wenn du M drückst, dann hast du ja die Karte. Ja. So, und dann hast du doch dieses Bedürfnisgebiet, dieses Z. Ja. Geh da mal mit dem Maus. Rotfuchs 7 Uhr bis 11 Uhr. Genau. Ah, dann dürften wir. Und dann weißt du, dass er zwischen 7 und 11 Uhr ungefähr da ist. Nicht um 15 Uhr oder so. Es sei denn, seine Uhr ist kaputt. Ja. Oder der hat verschlafen. Ja, aber hier ist keiner. Ja, du kannst ja entweder dann warten, bis er dann vielleicht vorbeikommt. Das Vieh ist in der Nähe. Ja, geil. Aber ich habe auch hier wieder neue Spuren entdeckt. Boah, aber mehrere. Ja, such dir einen aus und versuch mal zu verfolgen. Wie kann er sich nochmal hinlegen? Wie ging der nochmal? Y. Da zeigt er wieder zurück. Hä? Die Spuren sind nicht eindeutig. Alter AA. Gerade eben. Oh. Alter AA. Ja, gerade eben, dann sind sie wirklich in der Nähe. Frisch ist wirklich gerade. Und gerade eben ist quasi die nächste Stufe. Fußspuren. Aber der zeigt mir die Fußspuren. Ja, Fußspuren. Ja, aber der zeigt mir immer wieder auf dieses Z, aber da ist keine Sau. Ja, dann lauf doch mal weiter. Du hast, wenn du mal Tab drückst, dann hast du da ein super tolles Handy dabei. Da müsstest du normalerweise einen blauen Kegel haben. Hab ich. Und dann komme ich immer wieder zu einer neuen Spur. Und in diesem blauen Kegel, nur in diesem Kegel, findest du eine neue Spur. Scheiße, Hinterhufe getroffen. Ja, aber die ist rot. Oh Mann, ich hab das erste. Die neue Spur ist dann rot. Ich habe hier rote AA liegen. Ja, yeah, gewonnen. Hast du? Ja, ich habe die Dingens geschafft. Ohne Visier. Aber dann nicht. Doch. 816 Punkte. Geil, geil, geil. Tödlicher Treffer. Jetzt Blutungsgrad Mittel. Genau, damit wird es laufen sein. Hat ein Dingens. Der Spur, die ich folge, ja. Die schickt mich immer wieder in die gleiche Richtung zurück. Ja, dann sind sie da vorhin über Kreuz oder so gelaufen. Ah, ich glaube, ich habe wieder was. Warte mal. War das nochmal Codex, ne? Egal. Jetzt hat wieder einer Wuff gemacht. Ja, das ist der Fuchs wahrscheinlich in der Nähe. Du wirst aber am Anfang wahrscheinlich gar nicht kriegen, das ist zu schwer. Aber schau dich da mal, wenn du irgendein Geräusch hörst. Vielleicht hast du einen Ruf, einen Brunnen. Jetzt ist noch eins. Dann dreh dich mal um, dann wirst du irgendwas in der Klammer finden. Sag mal, so eine größere Klammer. Woraus dieser Ruf halt, sag mal, kommt. Und dann musst du E drücken. Dann weißt du, welches Tier gerufen hat und was es gerufen hat. Hallo. Ja, genau. Da, jetzt kommt's von rechts. Ah, jetzt kriegst du die Klammer. Tierruf ja, aufspüren. Dann? Warnruf. Genau, E drücken. So, Warnruf. Ein Reh oder was? Nee, ein Wolf. Wolf gibt's nicht. Ja, Mensch, ja. Nee, Wolf stand da. Echt? Ja. Quatsch. Ja, okay. Der Wolf. Okay, sag Warnruf. Ich weiß auch, wo es herkam. Ja, genau. Dann da auf jeden Fall nicht hinterherpreschen, weil der hat dich dann entdeckt. Ich ihn aber nicht. Oder gehört oder so. Nur ein Fuchs ist dann schon schwieriger zu erkennen. Aber wo bist du denn ungefähr? Aber wenn du eine Lichtung hast, kannst du mal gucken, ob er da irgendwie auftaucht in weiter Entfernung. Dann kannst du versuchen, den mal abzuschießen. Nee, ist hier nicht. Aber ich kann da hinlaufen, ja? Würde ich nicht machen, da er dich eigentlich schon entdeckt hat. Dann würde ich schon entweder in der Hocke laufen. Da machst du weniger Krach oder halt gut den Hirsch. Ja, hier ist eine Lichtung, aber ich sehe keinen Fuchs.
Ja, dann warten wir. Der ist ja im Unterholz dann wahrscheinlich. Dann kommt er irgendwann raus. Das Spiel braucht schon ein bisschen Geduld. Also ich bin auch mal eine Stunde rumgelaufen und habe kein Viech gefunden. Passiert auch. Hm. So, habe ich mir schon mal eins getötet? Nee. Frank, wie ist denn dein weitester Treffer? Mein weitester? Ich glaube 174. Warte, ich schau. Echt? Ja, warte, ich muss nachgucken. Meiner ist 142. Ja, warte. Profilkarte? Nee, Jagdprofil. Aber da stand mal was anderes, da bin ich mir 100% sicher. Ja, ja, jetzt? Da stand 700 Meter mindestens. Aber was steht bei dir in Klammern? Bester Spieler der Welt stand da. Da, da hinten. Aber getroffen, das Scheißvieh. Aber mir steht weitester Schuss, tödlicher Treffer, 88 Meter. Tödliches. Ja, der Wolf ist immer wieder am Schreien hier und ich laufe schon in eine andere Richtung. Will er mich verarschen? Ja, der läuft ziemlich im Zickzack. Fußspuren, gehend. Ein Reh, diesmal habe ich ein Reh. Ja, dann verfolg das mal. Dann kannst du jetzt hier diese komische Plastikkröte da nehmen, die so ein bisschen quietscht. Ja, aber hier ist immer noch ein Fuchs oder ein Wolf, der die ganze Zeit Wuff macht. Ja, dann lass ihn dort. Dann nimm noch den Reh. Achso, die Plastikkröte, ne? Ich hab's falsche genommen. Genau. Oh, nur die quietscht so ein Quietschähnchen, sag ich mal. Ich kann das super schlecht einschätzen, wie weit hier 50 Meter sind. Das ist relativ realitätsgetreu. Fußspuren. Reh. Ah, nochmal Fußspuren. Gehend, okay. Ja, wenn es gehend ist oder trabend halt, dann haben sie dich auf jeden Fall nicht entdeckt. Wenn es laufend ist, dann ist nur das Werbes. Ja, aber ich laufe gerade genau in die Richtung, von wo der Wolfsschrei kam oder Fuchsschrei. Ja. Mhm. Reh, sehr alt. Ich bin noch ewig weit weg. Ah, die laufen quasi im großen Kreis. Also jetzt kam wieder Wurf. So Ruf, Warnruf. Rotfuchs. Genau in die Richtung, wo ich hinlaufe. Oh, jetzt kommt noch was. Brunftschrei. Was ist das? Da kannst du jetzt mit anlocken. Es hat jetzt ein Reh oder ein Hirsch? Ein Wolf. Achso. Ja, die Tröte hast du dafür noch nicht. Dann kannst aber, also die Füchse. Das ist die Vuvuzela. Füchse sind relativ schwer zu kriegen, weil die halt klein sind. Wo ist denn da gerade? Also da würde ich mir mal versuchen, so eine Lichtung oder eine weit. Wo du halt weit gucken kannst, wo nicht unbedingt ein Baum im Weg ist. Und da vielleicht ein bisschen in die Richtung warten, weil der läuft auch gerne im Zickzack und irgendwann trabt er halt da vorbei, dann kannst du ihn abschießen. Ja, aber das Reh ist nicht mehr hier an den Spuren, sondern das ist weg. Die Spuren. Ja, dann ist er irgendwo mal woanders hingelaufen. Dann musst du nochmal zurücklaufen, nimm am besten das Handy zur Hand und schau in den blauen Kegel, ob du da irgendwo die andere Spur findest. Oder in den gelben Seiten. Auch gucken. Ja, ruf mal an, vielleicht kommst du vorbei. So, wo ist denn jetzt das scheiß Drecksvieh? Ja, wo ist es denn? Schon wieder weg. Ah, doch, habe ich gefunden. Ah, okay. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also, wenn du ungefähr weißt, worauf du achten musst, dann brauchst du das Handy eigentlich gar nicht mehr.
Ich nehme mal meine Dinge hier. Ah, die Kacke ist immer sehr alt bei mir. Der Rotfuchs macht die ganze Zeit einen Warnruf. Ah, dann ist auf jeden Fall dann Ja, aber ich bin schon tierisch weit dem entgegengelaufen. Er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm, oder? ja, das ist richtig. Oder greift er mich an? Boah, hier sind so viele Nee, Spuren. nee, ich greife mich normalerweise nicht an. Sehr alt hier. Es dauert ja ewig, bis man wen findet, ne? Deswegen, also wenn du irgendwie alte Kacke findest oder so, will ich einfach ins Feld weiterlaufen, bis du vielleicht irgendeine neue Spur findest oder so. Weil die jetzt die ganze Zeit hinterher rennen. Hier sind schon mehrere neue Spuren, aber alles von Füchsen. Ja, Fuchs ist schwierig. Also wenn du den zum ersten Mal triffst, Hut ab. Aha, da ist wieder eine Spur. Und immer schön die Umgebung Auge behalten. Lauft ihr mehr mit dem Handy oder mehr mit Knarre? Wie gesagt, Handy eigentlich gar nicht mehr, wenn du weißt, wie es funktioniert. Ich laufe auch nur mit der Knarre eigentlich. Guck halt nur mal eh, wo ist die scheiß Spur? Oh, da ist ein Reh. Lass mal ein bisschen rankommen, damit ich die 50 Meter krieg. Oh, gut, dann nehme ich eine neue das. Spur. Oh, es sind zwei. Sehr frische Spur entdeckt. Also sehr, sehr frisches Scheiße. Oh, wo liegt es denn? Wenn es sehr frisch ist, muss ich dann schleichen. Wäre besser, ja. Sehr frisch ist dann wirklich unmittelbare Nähe. Schleichen heißt normal gehen oder in die Hocke? Ja, kommt drauf an. Du siehst ja unten an dem Sound, wie viele Geräusche du tatsächlich machst. Zwei Also Balken. in der Hocke gehen, sag ich mal, jetzt gehen wir in die Hocke und gehen wir dann. Wie viel machst du dann an Einen Geräuschen? halben. So, dann weiß ich es halt. Ich weiß halt nicht, wie schreckhaft die sind. Wir sind sehr schreckhaft. Boah, geil, den Kopf geschossen mit dem Pfeil. Anni, was ist los da? Warum machst du keine Punkte? So. Hier, mach mal das Scharfschützen. Toll, die Spuren sind in beide Richtungen. Und die liegen direkt nebeneinander. Ah, das sind neue. Also, sie haben mich noch nicht gesehen, ist noch gehend. Aber die wäre. Ah, trabend. Triff ein Tier aus mindestens 200 Meter Entfernung. Da brauchst du ja die Sniper für. Jo, das andere habe ich ja gemacht gerade. Ja, trabend heißt, die haben mich entdeckt, ne? Nee, trabend noch nicht. Das heißt, trabend ist halt dieser gemütliche Laufschritt für dich.
Da hinten läuft ja eins. Warte! Auf dich, Blick! Frische Kacke. Ah, vielleicht habe ich es gefunden. Ich könnte die jetzt anlocken, ne? Mit diesem Burp. Ja, genau. Du musst aber am besten... Ja, nicht mit dem Burp, mit dem... Ah. Mit dem schwarzen Creature-Teil. Aber wo sehe ich denn, wie weit der weg ist? Ob der 200 Meter sind oder nicht? Kannst du ja tatsächlich nicht sagen. Ich würde einfach versuchen, auf der Karte Wegmarkierung zu setzen. Ungefähr grob, wo der ist. Und dann kannst du selber einschätzen. Lichtung kriege ich aber auch keinen zu. Bobbidi Bobbidi. Kosten hier die Visiere? Ja, die muss er auch zum Teil freischalten mit den Waffen. Und du kriegst ja immer für jeden Kill kriegst du ja immer irgendwelche Waffenbonis. Damit kannst du irgendwann halt neue Gegenstände freischalten. Ja. Das Problem ist, die Spuren führen jetzt wieder. Ah ja, ich hab neue. Sehr schön. Also wenn ja blauen Kegel wird ja auch immer angezeigt, ne? In welche Richtung du dann laufen musst oder naja, du gucken musst. Aber die, manchmal sind die Spuren direkt nebeneinander und zeigen nach links und rechts, also direkt wieder gegeneinander. Ja, dann sind sie irgendwie mal einmal übereinander gelaufen. Sind die doof. Ja, ne? Frische AA. Der Kacki. So, theoretisch müssen. Irgendwann. Ach, da steht sogar einer. Ich probier's aus. Oh, ich bin an der Lichtung. So. Ich glaube, ich hab's nicht erwischt. Also, da war ein Ruf. Reh, Warnruf. Dann ein bisschen in der Nähe, dann kannst du die aber anlocken, im Ausland ein bisschen Geduld. Manchmal sind die halt so blöd und wissen dann halt nicht, ah, ich hab grad gewarnt, oh, da ruft mich jemand. Es steht da laufend. Ah, ich seh eins, ich seh eins. Dann immer versuchen, finde ich zumindest, so in die Brust reinzuschießen, wo die Lunge ist. Ach, da läuft ja ein Hirsch rum. Das läuft weg. Bleib hier, du Arschkrampe. Ah, falsches Geräusch. Das andere. Oh, irgendein Tier habe ich erledigt. Sehr gut. Welches war's? Das ist weggelaufen. Könnte das wiederkommen? Unwahrscheinlich. Also es hat mich nicht gesehen, glaube ich. Es ist einfach nur so gelaufen, ein bisschen. Hey, sind die Viecher doof? Junge, in den Kapp ist geschossen, ey. Bam. Was direkt neben mir, Alter? Ich hab's nicht gesehen.
Hä? Das ist an mir vorbeigelaufen. Hab ich gewonnen, ne? Mann, ich bin K.O. gegangen. Oh, kacke, ey. Hat sich das da festgepackt? Also es sind zwei... Gut, ist ja noch eins. Rehe an mir vorbeigelaufen. Auf, Junge. Echt, der hat zumindest so weit laufen. Ah, hast du geschafft mit 200 Meter? Ja. Okay. Ich höre was! Ey, hier sind 1000 Rehe, wieso sehe ich die denn nicht? Ja, die laufen alle. Ah, da vorne. Alter, da vorne sind 500 Stück oder so. Nee, das ist. Das sah nur so aus. Der Busch. Oh, nix Busch. Kacke. Vor allem, die sind alle von hinter mir gekommen, ne? Mal gerne gucken, ja. Oh, da passiert ja. Ah, Junge, Junge, Junge. Da vorne ist aber eine neue Spur. Ich will jetzt nur wirklich vorsichtig vorgehen, weil... Die haben mich gerade eben auch gesehen. Dammhirsch, okay. Hirsche sind tatsächlich ein bisschen zäh, also die musst du wirklich gut treffen. So kleine Blutspritzer oder so zählen für die leider nicht. Weil wenn du ein Reh hast... Ey, wieso sehe ich die nicht? Der läuft direkt wieder vor meiner Fresse rum. Sind die, verstecken die sich im Busch oder was? Manchmal, ja. Kann doch nicht sein. Aber das Fernglas ist doch gar nicht so schlecht. Fernglas ist gut. Du kannst vor allem auch im Laufen benutzen. Und du kannst Ziele markieren. Ich probiere das auch gerade mal aus. Ah, da ist eins! Und dann kannst du Y E drücken und dann siehst du auf der Karte, wo es ist. Dann kannst du auch die Entfernung einschätzen. Ich hab's niedergeschossen, ne? Ja, das erkennst du dann zum Beispiel an einem roten Fleck auf der Karte. Wenn da noch nichts Rotes ist, dann ist er noch nicht tot. Aber du kannst dann quasi so eine Art Treibjagd machen. Aber ich, du läufst hinterher. Aber ich hab dir das Viech in den Kopf geschossen. Dort da vorne liegt's. Ja. Doch, da liegt's. Ich wollte gerade sagen, irgendwann hab ich da getroffen. Mittag ist fertig. Wackeline. Rotfuchs Warnruf. Ja. Muskel, Halswirbel, Mitte, 100%. Ja, geil. Headshot. Da zahlt sich das Call of Duty Spielen aus. Oh, direkt noch eins. Was habe ich jetzt von dem Kill? Kriegst Erfahrung, XP, also quasi deine Ingame-Währung, und halt für die Waffe halt Punkte. Irgendwann kriegst halt Freischaltung, was Gewehre anbelangt. Wo lege ich mich auf Y? Ah, da ist eins.
mal, wie kannst du noch überleben? Oh, Junge, wie weit ist das Viech gelaufen, ey? War sehr gering, als ob, stand da direkt vor mir. Üben, Presse. Also gerade sind zwei Viecher an mir vorbeigelaufen. Im Brunftschrei. Ich mach den Brunftschrei und die ganze Zeit kommt der Schrei vom Wolf zurück. Ist der doof? Ich will das Reh. Sicher, dass dieses komische Quietsche-Ding für das Reh ist? Ja, sie ist in der Beschreibung. Ja, weil ich mach die ganze Zeit quietsch, quietsch und dann kommt der Fuchs, der wuff. Jetzt schon gefühlt 10 Minuten auf der Fährte hier. Es würde mich persönlich nerven. Ja, mich auch. Ich hab das Gleiche. Gerade eben hat er geschissen hier. Und dann einfach weiterlaufen, eine andere Spur suchen. Weil dann kann es auch sein, dass er genau gegenüber voneinander seid. Die drehen ja immer so eine Runde quasi. Auf der Karte kannst du ja auch deine Runde nachverfolgen. Und wenn du da schon im Kreis gegangen bist, dann würde ich es sein lassen. Wir sind am Wasser. Oh, ein Fuchs auf der Straße. Warte, 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 warte. Diesmal laufen sie nicht einfach an mir vorbei. Sie sind wieder zum Wasser gelaufen. Ich wusste es, sie haben Durst. Nee, 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 nee. Ja, im Wasser ist es, das Viech. Ist am Trinken. Ja, dann direkt erschießen. Trinken geht ja mal gar nicht. Arme Wasser. Da liegt er ja. Headshot. Nice. Ne, er lebt noch. Was habe ich angeschossen? Angeschossen, sag ich schon. Hm. Oh Junge, es kann doch nicht sein, dass das Viech noch lebt. Hat voll den Kopf kassiert. Aber voll. So richtig, bam. Nein, das ist ein Baum. Da nach Vollgas. Ja, ohne Scheiß. Ja, die Waffen verziehen aber immer. Mann, Mann, Mann. Oh,
brauchst du erstmal Skill. Ja, ich. Kann es sein, dass die Anfangswaffe halt echt für den Arsch ist oder was? Das geht, aber mit der laufe ich ja auch rum. Gibt natürlich bessere, ganz klar, aber ich find's okay. Ich habe auf das Viech geschossen, dann hat so den Kopf gesenkt, etc. Okay, dann hast du getroffen. Ja, du musst ja irgendwo eine Blutspur finden. Dann verfolgst du das einfach. Wenn es ein normales Reh ist, kannst du es damit quasi zu Tode hetzen. Das stirbt dann irgendwann. Aber du siehst auf der Karte dann halt so einen roten Bereich. Wenn du den dann hast, dann ist es tot. Du musst halt nur noch finden. Na ja, was heißt roter Bereich? Das ist ein bisschen angerötet, ja. Ja, dann ist er tot. Dann musst du jetzt. Aber es läuft noch irgendwo, wa? Vermutlich, ja. Naja, ich hab mich schon schwer in den Kopf geschossen. Kopf geschossen, Junge. Junge. Hat auch nochmal geschissen, siehst du? Sehr frisch. Schuss im Kopf, aber trotzdem noch hier rumscheißen. Das ist das Osterreh, der verteilt Schokobons. So, das Licht hier ein bisschen anmachen. Hier könnte ich die Challenge schaffen, aber hier kommt gerade nichts vorbei, ey. Kenn mich bestimmt 200 Meter. Wo bist du, Drecksack? Okay, jetzt ist es zickzack gelaufen. Ich glaube, ich hab's wirklich getroffen. Abend. Oh geil, da liegt dort Vieh. Cool, cool, cool. Ich dachte, es geht direkt kaputt, wenn man den in den Kopf schießt. Ah, ja, deswegen schieße ich lieber in die Brust rein. Ah, da liegt das andere. Weil ich habe eben auch einen Headshot gemacht, aber da ist es direkt gestorben. Die Spur verloren. Sonst nimm doch mal dieses Duftspray, Mann. Vielleicht kommt ja dann ein Vieh. Hm? Dieses Duftspray da, dieses Moschus. Hab ich schon gerade. Keine neue Spur, das kann doch nicht wahr sein. Spur verloren. Kann das noch außerhalb des blauen Radius sein? Normalerweise nicht, ne. Aber kann manchmal auch komplett am Rand von diesem Radius sein. Kann auch manchmal hinter einem Stein sein oder am Felsen. Das ist manchmal ganz beschissen. Ah, ich hab's gefunden. Das ist in der Pflanze gewesen, sehr frisch. War geil. Ja. Jetzt zeigt er mir die Spur wieder in die andere Richtung. Hier war's doch schon.
Ja, die Fresse, Fuchs. Boah, Junge, ey. So, wie viele Meter sind das jetzt? 80 nur schon. Ohne Scheiß. Ich laufe hier im Kreis. Der zeigt mir die ganze Zeit wieder den Weg in die andere Richtung. Das verstehe ich nicht. Oder vorne habe ich auch Spuren gefunden, die wieder in die Richtung gehen. Boah, Junge, hier habe ich ihn erwischt. Errungenschaft freigeschaltet. Wahre Hingabe. Tödlicher Treffer, Junge. Ich glaube, der ist kaputt irgendwo. Was kaputt gemacht? Weil das hat so richtig, weißt du, das hat so richtig Bam gemacht. Ich Bam. Max Payne Zeitloop-Modus. Bam. Ja. Ich hab Painkiller eingeschmissen. Ich wusste es. Ich finde immer nur die gleichen Spuren und ich fühle mich immer wieder zurück. Ja, dann hast du irgendwo eine Überschneidung. Die auch? Ah, jetzt noch eine. Frische Scheiße. Schön. Da habe ich aber einen Riesenviech hier platt gemacht. Junge, mit Geweih. Das hat extra Punkte. Kann sein, ne? Aber das Viech muss ja irgendwo hier liegen. Ach, das sind 200 Meter, alles klar. So, ist ja schon eine. Raus nochmal. Komm. Was geht denn da? Die Reichweite. Das Tier da untersuche. Unten rechts, glaube ich. Soll ich auf das Vieh scheißen oder macht es Sinn, das noch zu suchen? Ja, scheiß lieber noch. Lauf einfach, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da, dass du wieder zufällig verfindest. Vielleicht auch dieselbe Spur irgendwo anders. Ich habe hier wieder neue Spuren. Was ist denn da überhaupt? Am Wasser. Ah, hier ist Kacke. Ah, ja. Der alte Kacke. Ne, ich würde eigentlich gerne bei der gleichen Spur bleiben, weil ich habe doch jetzt so viel von gefunden. Hier vorne steht frische Rehkacke. Was heißt das? Ja, frisch ist dann unmittelbar. Ne, frisch ist das Frischeste überhaupt. Aber hier ist kein Viech. Kann das auch irgendwann aufgehört haben zu laufen? Weil ich es getroffen habe oder so? Wenn du es angeschossen hast, klar, aber dann muss ein rotes Gebiet haben. Ich habe ja alles rot hier. Nee, ich ja, das ist so lila-mäßig. So rot-lila. Ja, ja, dann ist es auf jeden Fall tot. Dann musst du ihn noch finden. Dann musst du eine Blutspur sein noch finden und dieser verfolgst. Die habe ich nie gefunden. Ja, oder das ist vielleicht von jemand anderem, der da. Nee. Nee, komm, das ist. Nee, das muss eins sein. Nee, ist keiner in der Nähe bei mir. Aber ich habe alles nur, ja, ich finde nee, Kacke. Nee, nicht mit der Nähe. Und Fußspuren? Und das war's. Und dann verliert sich die Spur. Bei der letzten Kacke. Das ist Kacke. Ja, das ist Kacke, ja. Das ist ziemlich scheiße. Warum ist denn hier keiner, wenn ich hier bin? 200 Metern Entfernung, wie willst du denn das ein Viech kaputt machen? Da muss ja wirklich freie Bahn haben, ey. Ja, also ich habe ja eigentlich geniale Möglichkeiten.
Hier sind drei Felder, schön weit gucken, aber ich sehe hier kein Reh. Vergessen. Verstand. Soll ich mir aber nicht. Ja, ja, ja. Ja, ich habe eine neue Spur gefunden, glaube ich. Ja. Das führt alles in die Richtung, da komme ich her. Und das ist wieder frische Scheiße. Alter, ich habe 1 Million Punkte auf einem Fleck, ne? Das ist. Sonst lauf einfach mal so und schau mal, ob du ein bisschen woanders was hin musst. Hilft manchmal auch. Bank unterwegs. Bin ziemlich im Raum. Ah! Ja? Was findest du da? Bisher nichts. Ombeeren und so was? Nee, Maisfelder vertrocknet. Die sind besonders schwer zu schießen. Ja, und Garnisbeeren. Fertig. Farbe kriegst du aus den weißen Klamotten nie wieder raus. Hier sind 1 Milliarde Spuren. Ich finde nur die Schokobons, ey. Aber wenn ich aus dem roten Gebiet rauslaufe, da kann es nicht mehr sein, oder? Doch. Kann, okay. Das ist nur Anzeichen, dass du eins getötet hast. Oder getroffen, ne? Ne, das ist dann tot. Das ist wirklich tot. Ja, das Gebiet geht den ganzen Fluss entlang. Aber das Gebiet ist dann verseucht quasi für die. Ja, verseucht ist falscher Ausdruck. Ja, für die anderen Tiere nicht mehr begehenswert, solange das halt da ist, weil da halt ein Artgenosse gestorben ist, dann wollen sie da halt nicht mehr hin. Und da, wo es helllila ist, kann das sein, dass es da liegt? Und nee, das ist einfach nur, dort hast du den tödlichen Schuss abgegeben. Mhm. Wenn es dann aber noch einen Kilometer weiter in eine andere Richtung läuft, dann wirst du in diesem Bereich natürlich da nicht hin. Ja, ich bin gerade eben auch ein paar Kilometer gelaufen. Ja, aber das ist helllila und dann ist ein Bereich dunkellila daneben. Ja, das ist eine Zeit. Dunkellila ist frisch, helllila ist jetzt schon eine Zeit her. Ja, eher andersrum. Da, wo es helllila ist, da habe ich es getroffen. Sicher? Sicher. War ein dunkellila? Ganz sicher. Moment, wo habe ich meinen letzten erledigt? Ja, okay, wenn sie nämlich dann braun sind, dann verschwinden die halt irgendwann. Dann besser, ja. Dann war's so rum. Wieder der gleiche Punkt. Dann wirft's denn hier nicht. Du musst die Blutspur finden, sonst bringt dir das alles nichts. Ja, ich hab hier nur 1000 Punkte, wo der lang gelaufen ist. Ja, wo hast du den, weißt du noch, wo du den erschaust? Ja, direkt am Wasser. Direkt am Wasser. Ja, und dann musst du dort doch. Ja, ich bin nie dahin gelaufen, das war mega weit weg. Ja, dann lauf da jetzt mal hin. Okay. Lauf da hin, finde das Blut, analysiere es, bring es ins Labor. Bis dahin ist es verrottet. Ja, genau. Ah ja, okay. Positiv. Lauf mal dahin. Ach man, hier ist. Ah, da ist wieder ein Reh. Willst du mich verarschen? Die sind direkt vor meiner Fresse hier. Ja, was sind neue? Ja, dann hau doch direkt da rein, dann kannst du ja auch eins wegrotzen. Richtig bam. Ich konnte es nicht sehen, weil so ein hässliches Z da steht. Zepter? Z. Oh. Mal gucken. Weil das hat sich richtig komisch bewegt. Im Wasser. Da. An der gleichen Stelle wieder. Willst du mich verarschen? Ich habe wirklich eine neue Spur gefunden.
Vom gleichen, also Kilometer weit weg. Jemand gleich hier zum Lager läuft, ne? Oder beziehungsweise dahin spawnt. Dann, ich will einmal sagen, was das kostet, wenn ich mir hier Blockmittel hier für diese Füchse kaufe. 6000. 6000? Mein Hirsch, der leckt. Ja, dann knall rein. Der ist gebackt hat. Schneid ihm die Zunge ab. Muss nur vorsichtig sein, wenn du direkt dahinter stehst und er sich dann löst, dann greift er. Ich kann ihn nicht treffen. Ich kann ihn nicht treffen. Er ist, er ist im Glitch. Er läuft die ganze Zeit auf der Stelle im Wasser. Ja, okay, das ist scheiße. Dann. Ich wollte mir was anderes suchen. Jetzt ist er verschwunden. Oder ich habe ihn gekriegt. Ach, ne, ich habe ihn gekriegt. Vielleicht war das der ja. Muskel, Schädel, Kiefer, Gehirn. Ja. Alles getroffen. So, und jetzt hol ich mir deinen Bruder. Hey, vorne sind nämlich auch welche lang gelaufen. Ja, dann probier einfach mal aus, dass du jetzt normal gehst oder halt dich hinhockst und einfach mal hier anlockst. Weil sind die gerade noch in der Nähe. Die versprengen sich ja am Anfang. Die laufen ja nicht komplett weg. Sie trinken halt von 9 bis 13 Uhr hier. Wo habe ich denn hier eine Uhr? Oh. Handy. Was ist jetzt gerade? Hock mich mal in den Busch hier und geh mal pinkeln. Ja, das heißt aber nur dieses Gebiet, ne? Das heißt nicht, dass genau da auf diesem... Da waren die aber eben gerade auch schon. Ja, also nicht genau auf diesem Z-Punkt oder sowas, ne? Sondern halt in diesem Gebiet. Also ein bisschen Umkreis muss den da schon lassen. Frank, die waren da auch schon. Ja, aber ein Umkreis brauchst du trotzdem. Ich hock mich jetzt wirklich mal hier. Wenn ich stehen bleibe, kann es auch sein, dass die wirklich nahezu fast an mir vorbeilaufen? Das ist so ganz... Solange sie dich nicht wittern, können sie quasi neben dir stehen. Ja, mich hat ja auch schon so ein Vieh angelaufen. Ja, mich auch, ich habe nur noch Viertel Leben. Ja. Dann könnt ihr ein Camp wieder heilen, ne? Ich, wenn euch schlafen liegt. Quasi genauso. Ja, ich leg mich hier, ich will schlafen. Ich geh mal eben pinkeln. Oh. Kostet aber. So, Short Break. Wo ist eigentlich der Manni? Wo campt der? Da unten. Ich bin Richtung A. Ich hab die Bombe gelegt. Warte auf den Fuchs. Geil. Also soll man nicht eine andere Herausforderung machen? Was mit den 200? Ja. Was ist das? Oh. Auch gut, das kann der Mr. Riffler machen. Ist er hier nicht? Ja, da müssen sie. Hey, hier hörst du sogar eine Kettensäge hier. Ja, da hörst du viel. Traktoren fahren, Kettensägen. Boah. Leute siehst du nicht. Neue Spuren. When? Kacki.
Sehr alt. Ich habe Kaka gefunden. Auf jeden Fall schon mal eine Herde, aber ist alt. Der Karte, ne? Oder? Bitte? Das bin? Ist das Ende der Karte oder geht's da unten weiter? Das ist Ende. Zur Hütte zurück. Auch, ne? So. Die Jagd beginnt. Ist noch kein Arschloch aufgetaucht. Ich habe auf dem Handy verfolgt. Kannst aber viele Einstellungen machen beim Charakter. Meine Güte, ey. Da haben sich aber wirklich was einfallen lassen. Ja. Kann ja nichts ändern. Da gibt's nur den Hausmeister. Den Chinesen. Ja gut, was willst du auch ändern? Aber ich finde schon mal gut, dass man auch einfach durch Regen laufen kann, dass du nicht extra nochmal was brauchst. Auch keine Nahrung brauchst. Kommt mal an eure Trinkstelle zurück, bitte. Mal ins Klo. Ja. Da kommt der Penner. Hab ich dich. Ach, 400 Meter, du bist ja hier in der Nähe. Ja, pass auf, nicht bewegen, Manni. Da sind drei Rehe. Oh, meine. Drei? Echt? Da? Ich treib sie in deine Richtung. Ich schwöre, ich habe ihn getroffen.
Wo wollt ihr überhaupt hin? Wo ist denn da? Das Penalty ist hier lang gelaufen. Wie sieht eine Blutspur aus, Frank? Roter Fleck. War nicht schnell. Dann hast du es eventuell nicht erwischt. Das ist normalerweise auch immer durch. Da läuft ein wilder Manni. Ey, guck mal. Das, die Entfernung jetzt, das sind 131 Meter. Du musst 200 Meter, musst einen Kill machen, ne? Ja, das war aber gerade ungefähr. Das war mega weit weg, das Viech. Die sind alle hier hochgelaufen. Alle. Und keiner. Wollen wir zusammen jagen, Manni? Macht ja mehr Sinn, ne? So kann man die quasi in die Zange aber nicht nehmen. Laufen, die sind gerade erst hier gewesen. Ja, dann lockst du doch mit den Third-Dingern. Erst schießen und dann wieder anlocken, ne? Ja, genau. Das ist so doof. Das ist es nicht, Manni. Das wird manchmal echt gut. Das ist falsche Dinge, Manni, ne? Nein? Richtige. Ja, der Frank sagt mir, das ist das Richtige. Sage ich. Du musst den Pfefferstreuer nehmen, dann kommt die aus dem Wald. Echt? Ja. Da wo du hinguckst, da sind sie hin. Der Frank hat mir gesagt, ich soll das hier nehmen hier. Der ist auch dafür. Beide nehmen. Das sind ja beides, sind das Lochmittel. Ich meine, das eine ist für Männchen, das andere für Weibchen oder so, ne? Okay. Weißt du, an was mich das erinnert? An den Film Ruby und Quentin. Mit, Ja. Ich glaube, der war aber hier irgendwo. Die sind gerade hier lang gelaufen. Ah, hier ist ein Fuchs lang gelaufen. Ja, nett, dass das Fisch jetzt die Dinger frisst. Ja, meine Spur führt natürlich wieder in die andere Richtung. Ich wette, das ist frisch hier, die Scheiße. Sehr alt, toll. Hast probiert? Ist schon hart. Ich mal gucken, ob ich nicht. Ach, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Ah, und schon wieder falsche Taste. Der Mini schon draußen. Wie machst du denn nochmal diese Steam-Overlaps aus? Ah, hier. Ne, da bin ich noch nicht lang gelaufen. Jetzt habe ich Spuren von einem Rotfuchs, aber die Viecher waren hier. Hundertprozentig. Sehr alte Kacke. Ich guck mal hier in der Lichtung. Auf der Lichtung. Ich glaube, wenn wir jetzt zu schnell laufen. Ah! Oh, da ist was. Ein Reh-Warnruf, siehst du? Direkt die Knarre raus, ey. Siehst du eins? Noch nicht.
Noch ein bisschen weiter weg. Na, glaube ich nicht, aber ich glaube, die haben uns halt echt gehört. Ja, ich habe noch einen Ruf gekriegt. Aber ich sehe ihn irgendwo. Ich wette, die sind hinter dem Hang. Ja, wenn du jetzt dahin läufst, Manni, dann flitzen die direkt, oder? Ja, bis zum Hang kannst du laufen und dann. Was ist da? Du kannst auch dich ducken und dann schnell laufen, ne? Dann läuft er aber ziemlich schnell. Hops. Hat er. Ja, da muss hier irgendwo sein. Achte mal, wir haben doch dieses Spray hier, Manni. Deckenspray? Genau. Der Deodorant. Wer weiß, was das ist? Das ist Pfefferspray. Du gehst, glaube ich, zu laut, oder? Meinst du, sie sind noch weg? Weiter weg. Wenn du dieses Geräusch hörst hier, dieses da ist einer, dann musst du dich ducken. Ja, aber das war doch da eben. Weil dann ist der in der Nähe, aber hat dich aber noch nicht entdeckt. Macht dann nur so einen Warnruf. Aber das war doch gerade eben. Hast du es nicht gehabt? Doch. Aber der ist ja wieder weg. Laufen ja auch die Tiere. Hier ist eine neue Spur. Bleib nicht an der gleichen Stelle stehen. Doch, doch. Naja, die sind in die Richtung. Stopp. Ich höre ein Viech. So? Ich habe gerade ein Tier gehört, was gelaufen ist. Linke Seite. Ich glaube, das warst du. Das ist eine neue Spur. Aber wir sind hier lang. Oder? Aber die zeigt zurück. Die beiden Spuren zeigen zurück. Ich würde sagen, die sind zum Frank gelaufen. Der ist auch die ganze Zeit mit der Tröte dran. Na klar. Das wäre die einzigste Rettung beim Frank, weil der trifft ja keinen. Aber guck mal, die Spuren, die zeigen in die Richtung, Manni, hier. Beide. Und die hier. Wo liegt denn das Vieh jetzt? Ja, aber hier gibt es bestimmt auch noch Spuren. Ja, aber nein. Ist es nicht dieses Viech, was man dann verfolgt direkt, oder? Nee, nee, nee. Ja. Genau, andere Viecher hier. Ja, aber wir waren doch relativ nah an den Tieren, oder? Waren. Ah, hier ist eine neue, hier sind neue Spuren. Das ist ein Liegeplatz. 9 bis 13 Uhr. B. Ja. Ist gerade her. Hier. Ach da. Neue Spur. 9 bis 13 Uhr. Aber wo ist denn jetzt die andere Spur hin? Ich seh was. Ja. Brumpfschrei. Wo sind die da hinten?
Hast du auch gesehen, ne? Ja. Hör ich mich von links an. Okay, ich gehe von rechts. Fernglas rauspacken. Aber hier ist noch einer. Warnruf. Ja, lauf mal nicht so schnell. Ich sag ja, die waren direkt bei uns. Ist noch ein Schrei, noch ein Warnruf. Die hören uns, ne? Aus dem Spiel raus. Verbindung zum Netzwerk unterbrochen. Ja. Fortsetzen. Fange ich dann da an, wo ich aufgehört habe, oder? Ja, du kommst bei der letzten Station raus. Alter, was war das? Wieso das denn, ey? Oh, ich bin ja auch raus. Ja. Bin nur unterbrochen. Hast du auch mal, ne? Bin auch raus, ja. Ah, da unten steht einer. Ne, da ist ein Reh! Ja. Game over, Bitch. Ja, ich dachte gerade, wäre einer von euch gespawnt oder so. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfeld's fields and forests. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Ja, jetzt sagt er mir die Steuerung. Hört ihr mich denn noch? Ja. Ja. Ja, bei mir ist irgendwie Steam auch weg. Aber kann sein, dass ich gleich Internet weg habe, dann ist jetzt gerade wieder. Ja, war komisch, ne? Vielleicht. Nee, bei mir war ja auch Verbindung unterbrochen. Bist du noch drin im Game, Manni, oder? Ich musste wieder joinen. Ich denke mal, weil Frank war ja, glaube ich, eben Host. Ja, genau. Oh, Frank. Deswegen alle rausge... Ja, Frank ist schuld. Ja, wer sonst? Ich habe auf jeden Fall ein Viech getroffen. Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Ja, sonst joint mir mal, weil ich glaube, ich habe die stabilste Internetverbindung noch. Und ich kann nochmal surfen, aber keine Ahnung. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Ich will mal eine Internetverbindung testen. Ja, bei mir kommen aktuell 350 Mbits an. Ha, da ist das Viech. Yeah! Ich habe einen Muskel getroffen. Hä, hey, aber jetzt sehe ich euch nicht online. Ich war zuletzt vor 3 Stunden online. Hä? Warst du auch. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Ja, warte, ich guck mal, ob ihr online seid. Ich mach mal meine. Was, Steam? Der Manni ist bei mir online. Aber der Frank nicht mehr. Manni, dann join mir mal. Ne, ich mach jetzt Feierabend. Wir haben jetzt 11:45. Ach, krass schon. Ja. Da muss morgen jemand arbeiten. Ja, Frank, dann join du mir. Gehen wir eine Runde jagen. Careful, the underbrush can be a bit noisy this time of year. Ah ja, jetzt sehe ich euch auch wieder. Ah, sehr gut. Du scheinst aber nicht Multiplayer zu sein. Ich kann nicht joinen, ich kann nur das Spiel steuern. Ja, warte. Ich geh mal raus. Ja, besser ist das.
zurück zum Hauptmenü. Zurück zu uns beiden. Es gibt ein Problem. So, mehr Spieler? Muss ich auf irgendeinen Server joinen oder kann ich ein Spiel erstellen? Erstellen, genau. Ja, machst aber auch Freunde. Ja, Fahrzeuge erlauben. Zahl auf 2, damit Manni nicht reinkommt. Jagdrevier, welches nehme ich denn? War es schon wieder laut? Wir hatten jetzt dieses, wie heißt das? Scheiße. Ich nehme jetzt mal den Nationalpark Medved-Tiger. Ja, ich glaube, da komme ich nicht rein. Okay, welchen muss ich nehmen? Hirschfelden? Ja, genau. Habe ich. Multiplayer wird erstellt. Mit den Löwen. Nein, endlich. Warum geht er denn jetzt komplett? Ja, dann machen wir es so. So, also ich bin drin. Ja, ich joine gerade. Aber ich starte immer wieder an der gleichen Stelle mit diesem coming Viech hier, ne? Also mit diesem coming Tower. Ja, ja, das ist ja quasi diese Base, die du hast. Okay. Wie kann ich denn neues Equipment kaufen? Du hast ja so eine so einen Schrank in dieser Base. Ich kann sogar Fertigkeiten hier. Hab leider keine Punkte. Schade. Okay, ich muss immer wieder. Ja, du musst noch ein paar töten. Okay. Ich laufe mal zu der Base. Ja, ich bin da. Ach, und diese Base, dieser Hochstand ist auf mich konfiguriert dann, oder was? Ja, weil du die andere Base noch nicht gefunden hast, den Außenpost. Vom Hochstand geh einfach den Weg mal. Einfach runter, dann kommst du automatisch zu einer Base. Okay. So, ich. Ja, wollen wir zusammen jagen? Dann würde ich sagen, laufen wir uns mal entgegen, oder? Weil du bist irgendwie 2,5 Kilometer noch weit weg. Ja, kann man machen. Unterwegs können wir noch was schießen. Ja. Oh. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß und dann bis morgen, ne? Bis morgen. Getting some exercise, are we? Ja. Ciao. Just remember to take a breather before shooting anything. Wie läuft? Ess nicht so viel Schokobon. Ja. Du wirst mir das nicht nehmen. Du nicht. Irgendwie läuft der hier so langsam, ne? Ciao. Also auf den Hochstand muss ich jetzt nicht nochmal drauf gehen, oder? Nein. Dann bin ich mich gerade eben schon hochgelaufen. Ja, das reicht. Muss nicht zweimal machen. Ja, genau, dann habe ich mir irgendeine Karte angeguckt und dann sagt er. Ja, genau. Dann hast du ja in der Umgebung, sag ich mal, so grüne Felder. Oder sehe ich gerade. Genau. Und dann quasi genau im Norden, den Weg entlang, da ist eine Hütte. Oh, ich sehe es. Die musst du quasi einnehmen. Dann laufe ich mal zur Hütte. Ja. Ich krieg direkt einen Warnruf von einem Reh hier. Ich laufe trotzdem zur Hütte. Oh, warte. Das dauert so ewig hier. Ja, wenn du keinen Bock hast, anderen zu drücken, dann drück einfach G. Dann läuft er automatisch. Bei mir schleicht er dann. Ja, dann geht er normal, ja. So, wo wollte ich überhaupt hin? Da wollte ich hin. So, jetzt bin ich mal wieder bei einem Informationsstand hier. Meiner läuft einfach weiter. Wow, hör auf zu laufen. So, weil ich G gedrückt habe. Ah, jetzt. Ah, da vorne ist die Hütte. Genau. Da musst du da zum Fahren was hin, an der E drücken. Und dann ist es meine Hütte. Richtig. Du kannst immer von den Hütten hin und her schnell reisen. Das geht auch. Ah, das ist geil. Ja, ich krieg hier auf dem Weg die ganze Zeit Warnrufe. Rufe. Warnrufe. Bin der Rüf.
Also hier gibt's auch Fahrzeuge, ja? Ja, nicht in Hirschfelden. Aber hier gibt's das nicht, weil das ist quasi Anfänger-Map. Es gibt dann zum Beispiel noch Alaska oder wie das heißt. Was hast du nicht? Da hast du sowas auf jeden Fall. Oh, nein, bleib stehen. Aber Alaska, Ritu, hast du nicht, ja? Das scheiß Hörchen, ne? Ja doch, also zwei, drei Sachen habe ich hier schon. Schnellreise und Einrichtung verfügbar. Und in den Hütten kannst du halt nächtigen, also eine Stunde ruhen oder so, dann kriegst du auch wieder HP. If you ever need to rest, there's a cabin in each outpost. I just had them refurbished last season. Irgendwas aufgehoben und hab EP-Bonus bekommen. Ein Geweih oder so. Naja. Hier ist auch noch so ein Schrank. Ah, da kann ich... Ah! Genau, da kannst du die Sachen holen. Oben rechts steht deine Währung. 2000 habe ich. Oh, da kannst du, glaube ich, nichts von holen. Aber du kannst deine Munition aufrüsten, die ist umsonst für das Standardgewehr. Munition, Gewehre... Kostenlos. Kaufen. Okay. Boah. Kann doch jetzt nicht so außer Atem sein. Ich will ja Dreher schießen. Und man kriegt Geld, indem man die Viecher schießt, ja? Ja, genau. Aber man weiß auch nicht, welches Gewehr hier gut ist, ne? Ja, das siehst du immer in der Beschreibung und rechts halt von den Werten. Da hast du ja irgendwie Reichweite, Durchschlagskraft. Also. Aber eigentlich müsste ich bei den Gewehren hier teilweise... DLC neben den Gewehren, das müsste ich ja dann haben, wenn ich die Edition hab, ne? Kann sein, ja, da fahre ich tatsächlich nicht. Also es gibt hier noch weiter im Norden von dir aus das Rotwild, die sind wesentlich kräftiger als Dammwild. Das habe ich eben schon gesehen. Genau, da brauchst du entweder einen gut platzierten Schuss oder halt einen, wie heißt es, Hornfuchs. Aber... Eine bessere Waffe. Aber es ist immer so, dass du in die Brust schießen musst, oder? Ich find's persönlich besser. Weil ich schieße in den Kopf und die sterben nicht. Ja, deswegen, dann schießt du wahrscheinlich vorbei, weil die Waffe verzieht ja immer ein bisschen. Deswegen versuche immer die Brust, nutze ich den beiden Vorderläufen, einmal da reinzuballern. Da ist größere Angriffsfläche und wenn die Lunge fratze ist, dann kommt er so. Ein Rotfuchs habe ich bei mir. Hast du dir schon eine neue Knarre gekauft? Den Bogen habe ich. Der macht schon Spaß. Aber da muss ich halt immer nah rankommen lassen. So auf Entfernung wirkt der, glaube ich, nicht so. So. What the fuck say? Ich lauf gerade in deine Richtung. Ah, oh, da kommt ja auch entgegen. Dann geht's schneller. Ist nur ein Kilometer. Ah, zwischen uns ist gerade ein Schrei aufgekommen hier. Ein Warnruf. Hast du auch? Ein Tier hat dich gesehen. Bewege dich langsamer, niedrig am Boden. Nutze Blattwerk oder andere Objekte, um verborgen zu werden. Ja, dann ist der genau zwischen uns, Frank. Ja, und? Müssen wir überlaufen. Rechts von dir ist auch nochmal ein Dammhirsch irgendwo. Ah ja, da hinten sind sie. Komm jetzt, pack dich hin. Moment, wo bist du denn? Ach, 920 Meter noch. Ach so, nee, das ist ja dann auch ewig. Bei mir kommen jetzt drei auf mich zu, quasi. Ja, mein Schrei kam aber genau aus deiner Richtung. Ja, bei mir auch. Vielleicht sind das dieselben? Kann das so weit weg sein? Ja, ich weiß tatsächlich nicht. Ah, noch ein Schrei.
So, den habe ich jetzt angeschossen. Warnruf. Boah, da sind ja mindestens 8 Stück. Ist ja Rotfuchs. Lass ich doch mal weiter. Ah, der Rotfuchs hat mich jetzt schon das zweite Mal angebellt. Ich glaube, das war ein tödlicher Treffer. Ich lauf mal weiter. Besser ist es. Kann er mit einem tödlichen Treffer noch so weit laufen? Da liegt es ja. Hallo. Wunderschön. Ja. Lungenflügel rechts. Schön in die Fresse. Ich habe das Gefühl, also bei mir kam jetzt nicht mehr so ein Rehschrei. Komischerweise. Aber bei mir sind jetzt welche weggerannt, weil ich jetzt in die Herde geballert habe. Sind die in meiner Richtung? Kann das sein? Nee. Schade. Leider nein. Aber ich kann sie vielleicht mal versuchen, dahin zu jagen. 600 Meter bist du noch weg. Hast du jetzt einen Brummschrei gehört von Reh? Nee. Okay, ja, dann war es vorhin nur Zufall. Ich dachte, jetzt ist irgendwas geschrien worden. Jetzt habe ich was. Reh brummt, schreit. Ja, ja. Wir gehen in dieselbe Richtung. Ja, ich habe mal angelockt. Vielleicht kommst du irgendwann mal her. Hier sind auch Spuren. Ja, dann verfolgt das einfach mal. Hier ist eine Wasserstelle auf jeden Fall. Ah, da unten steht's ja. Ich glaube, ich hab's getroffen. Hey. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing. Hey, geil. Neuer Schrei? Ja, dann lauf du dahin. Ich hab, eins angeschossen. Achso, okay. Ich bin dahin gelaufen, ist aber nix. So, muss doch hier irgendwo gewesen sein. Ah, ist ein Blutfleck. Fleisch. Ah, ich lauf mal weiter in deine Richtung. Ich habe eins angeschossen, ich muss ein bisschen verfolgen. Ja, vielleicht kommst du mir entgegen, dann schieße ich ihm. Ja, da kommt wirklich, ja, glaube ich, was. Ist da gerade was gelaufen? Warte. Ein Schrei bei mir. Ja? Rehwarnruf. Ja, dann versuch's anzulocken. Ah, mussten die mal so weit weglaufen? Das ist echt komisch, ne, mit dem Wald weglaufen. Oh Scheiß. Weil es dann wirklich halt der ja, Verwundungsgrad, ne? Dann liegt sie. Ja, du läufst ja auch weiter von mir weg, ne? Ja, ich muss ja ihn verfolgen. Oh, hab's. Ich push mich mal hier an. Dann komm du gleich mal in meine Richtung, bei mir scheinen auch welche zu sein. Ja. Und wo ist hier eins? Oh, 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 zieh die Knarre, Bitch! Hör auf wegzulaufen! Ich muss dich da eh wieder suchen, du blöde Kuh! Nein!
schwere Not. Mein Eheweib ist tot. Ich hab's aber in die Brust getroffen. Aber musst du da jetzt wieder Blutfleck finden, ne, und dann auf die Tür gehen. Ja, aber dann... Ich bin ihm jetzt direkt hinterher gelaufen. Ja, geht ja dann auch. Dann hast du ja trotzdem die Spur, die dann einmal nehmen. Und dann hetzt du es ja quasi. Hey, bist du noch hinter dem Hügel oder was? Das ist die Spur in die andere Richtung. Und Scheiß. Wie kann man dich verwirren? Ja, easy erscheint. Hier ist wieder eine neue Spur. Gerade eben. Ja. Schön, dass das Gerät da hingeschissen hat. Oh, Warnruf aus vom Reh bei dir aus der Gegend. Ja, ich glaube ich. Ne, das ist ein Blatt. Ja, die sind auch gefährlich. Direkt abhacken hier. Ah, fuck, ich hab's getroffen, aber ich find's nicht. Ach, da oben! Hallo! Ach, jetzt geh ich auf die andere Seite. Ich hab den noch nicht getötet. Also die Spur, wenn ich das Reh angeschossen habe, wird mir blau angezeigt, ja? Nee, du musst erstmal eins... Da hat sich grad festgemacht. Jetzt ist es tot. Geil. Aber du musst da hin, wo du es getroffen hast. Ja, da. Und dann musst du da eigentlich einen Blutfleck haben. Ja, aber ich bin dem Reh direkt hinterher gelaufen. Ja, wenn du ja weißt, wo es langgelaufen ist, dann weißt du ja auch, welche Fahrt das ist. Und dann siehst du zwischendurch da auch wieder einen Blutfahrt. Nee, das ist keiner. Das ist nicht so gut. Dann muss ich wieder zurück, ne? Ja. Cool. Geil. Mann. Ich habe eine Spur aufgenommen und das steht auch sehr frisch. Aber es ist hier nirgends. Es war bestimmt das Riff von eben. Kacke jetzt oder was? Nee. Ja, achso, ja, kacke. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ah, hier, Blutspur. Aber die Blutspur ist bei mir genauso rot wie die anderen Spuren. Ja, aber das ist ja immer so ein Fleck, was angezeigt wird. Also das müsste ich ja eigentlich unterscheiden bei dir. Ich glaube, ich hab's. Nee, das ist ein Geweih. Nee. Also ich höre gerade eine Kettensäge. Ist das normal? Ja, das sind Umgebungssounds. Und die Blutspur? Die wird dann zu einer Spur von diesen blauen Punkten, ja? Genau. Und dann hast du halt die blauen Punkte, zwischendurch halt wieder eine Blutspur und du hetzest dann quasi zu Tode. Also es wird nicht sofort sterben, je nach Schussgrad. Aber irgendwann stirbt es halt. Ah, ich glaube, ich habe dein... Ich habe ja auch eine Blutspur. Ich laufe einfach mal mit. Zeigt mir, jetzt in die Richtung gelaufen. Kann auch sein, dass es bei dir irgendwo liegt. Ja, bisher noch nicht. Ja, genau, die Blutspur habe ich hier auch. Da ist die nächste. So, die nächste sagt in die Richtung und hier rechts ist halt das Ding. Das müsste. Ja, liegt's doch. Ne, liegt's nicht. Das Dingens. Ah, hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Ja. Oder? Ist das die dann? Echt, ne. Ah, hier ist noch eine in die Richtung. Und die zeigt. Sehr frische Scheiße gefunden. Ah, hier, ich hab's. Ja, sie ist noch eine neue Spur.
Blutungsgrad sehr gering. Ja, wenn es ein Reh ist, ist das egal. Wenn es ein Hirsch ist, dann kannst du eigentlich schon vergessen, er ist ja nicht tot. Nochmal? Blutungsgrad sehr gering. Hier oben. Ah ja. Gerade eben, ist schon ein bisschen her dann. Ja, ich habe auch ein bisschen gebraucht, ne? Aber jetzt sind wir genau gerade auf der Spur. Ja, die Abstände werden nämlich immer kürzer. Ja. Aber halt auch, weil das Gelände unwegsam ist. Und machen die dann automatisch. Da liegt's. Ja, geil. Juhu. Kann ich das rein theoretisch auch nehmen? Ja. Ich habe Muskel getroffen. Aber ohne Scheiß, ich habe genau in die Brust getroffen. Wo musst denn du hintreffen? Wo haben die denn das her? Ja, du verziehst das Gewehr immer so ein bisschen. Ne? Kommt auch auf die Entfernung an. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich guck gerade, ich habe genau zwischen die Brustmuskeln getroffen. Genau in die Mitte. Ein Stück weiter runter. Du musst die untere Brust treffen. Das ist das Herz anscheinend. Ja, kommt hin. Oh, ich habe einen Vorteilspunkt. Ah, was kann ich denn machen? Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas habe hier. Fertigkeitspunkt. Habe ich auch einen. Ich kann eigentlich nur ganz links eins einsetzen. Stufe 1, Richtungsverfolgungskriege, wird sowohl in der Welt als auch auf der Karte schmaler und präziser. Erhöht die Entfernung aus... Okay. Kaufen. Nein, kaufen. Habe ich. Ja, so Hochstände hast du schon mal gesehen, ne? Ja, nur den einen. Ja, vor uns hin. Warte. Was anderes ist ein Aussichtsguck, da ist was anderes, wo du drauf hast. Achso, ne, dann hab ich's noch nicht gesehen. Moment. Jetzt müsstest du ja vor dir was Grünes sehen. Ja, ja. Oh, und direkt ein Schrei. Brumpfschrei. Dammhirsch. Ah, den könnt. Können wir direkt in die Richtung laufen. Ja, sonst einmal anlocken, vielleicht kommt er hier hin. Weil die sind noch gerissen. Ja, du nimmst den, ne? Den habe ich die ganze Zeit eben genommen. Also ich meine, das Schwarze ist für Reh und dieser Streuer ist für Rehe. Was kannst du jetzt hier machen? Den kannst du kaufen, musst du aber nicht. Weil dann baut er sich auf, dann kannst du dich da reinhocken, dann bist du ein bisschen getarnter, aber hier finde ich die Position recht beiden. Hier siehst du ja, hast ja keine freie Fläche. Ah, das stimmt. Nicht so geil, wenn ein anderer das macht. Ah, Schrei. Boah, zwei Sechs. Stück. Warnruf. Ja, ich hab von beiden Seiten, einmal von hinter dir und einmal von da. Ja, dann hock dich einfach mal hin. Und dann... Warten wir mal ab. Weil der Dreh, das wird gleich kommen. Ein bisschen Geduld, die brauchen noch ein bisschen. Ja, du bewegst dich, stinkt die ganze Zeit, ich höre was. Kommt was, da kommt was. Da ist es. Ich weiß noch nicht. Kannst auch näher rankommen lassen, dann machst du vielleicht direkt einen tödlichen Treffer. Okay, da kommt. Nice. Darf ich es abschießen? Ja, mach. Hau rein. Sonst mache ich mit meinem Bogen. Ich dachte, ich warte, bis ich stehen bleib. Oh, in den Arsch? Nein. Wie aus? Ich glaube, das ist direkt down gegangen. Ne, es läuft noch. Ich glaube jetzt. Ja, brauchst nicht zweimal schießen, es gibt dann weniger Punkte. Wieso? Und jetzt hast.
hier ja getroffen, ne, und jetzt hast du ja hier direkt eine Blutspur. Okay, neue Spur und Blutspur sind bei mir genau dasselbe. Ja, jetzt steht ja auch nicht tödlicher Treffer. Kannst aber trotzdem zu Tode hetzen, weil es hat ja einen Blutungsgrad. Ich wollte gerade sagen, ich habe es eigentlich relativ gut getroffen in der Brust. Ja. Ich brauche eine andere Waffe. Ja, aber die ist so... Okay, ich weiß nicht, mit welcher du jetzt rumläufst. Mit der ersten Waffe halt, ne? Ja, man kriegt manchmal, glaube ich, eine geschenkt. Also ich habe die... Ah, es liegt Ranger hier. Ranger Zoo 4-3 habe ich. Hüfte, Muskel, Darm getroffen. Sehr cool. 79 EP. Gewehrpunktbonus. Okay. Keine Ahnung, welche Waffe ich habe. Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Ja, kann. Drück mal M, dann Inventar. Ja. So, und dann auf Waffen und dann siehst du ja rechts, was du da hast. Da steht zum Beispiel Ranger. Hab ich. Punkt 243. Die habe ich auch und die finde ich eigentlich in Ordnung. Klar, es gibt bessere, aber du musst halt mit dem Gewehr mehr Punkte holen, damit du irgendwann bessere freischalten kannst. Okay, ich kann aber von hier aus jetzt nicht irgendwas kaufen oder so, ne? Nein, das geht nur an dem an der Base, Außenposten. Ja, okay. Du hast ja, wenn du auf der Karte gerade guckst, im Osten diese Insel, ne? Warte. Das ist eine relativ große Insel mit so einer schwarzen Straße, die... Ich habe hier nur Punkte, welche, wo Leute, wo Viecher angeschossen worden sind. Ich sehe zum Beispiel rechts, ja. Siehst du den See, ne? Da, wo das so kerzenförmig sozusagen zusammengeht, ne? Ja. Hast du da auch so einen lila Fleck? Ja, da habe ich nämlich das Viech eben, was ich meinte, getroffen und habe es nie wieder gefunden. Okay, ja, vielleicht finden wir noch die Spur. Keine Ahnung. Okay. Wo wolltest du hin, zur Straße? Ja, hier auf die Insel, da hast du einen Skistand, dann kannst du ein bisschen üben. Okay. Dann lernst du vielleicht auch mal. Ach, Moment, da ruft er. Ja, ich hab auch gerade was gehört. Ich war zu langsam, scheiße. Hier, die Richtung. Aber ich konnte nicht mehr klicken, ich konnte nur sehen, wo es herkommt. Ja, ich auch nicht, ich hab's leider nicht gesehen. Aber in die Richtung waren wir ja eh. Aber da sind die auch jedes Mal am Wasser, ne? Die waren dreimal bis jetzt da. Normal dürfen, können die da gar nicht hin, weil wenn dieser rote Bereich ist, dann meinen die den. Die sind eben wirklich noch da gewesen. Und ja. Da habe ich noch einen gekillt. Ah, guck mal, da haben wir wieder ein Bedürfnisgebiet. Wo siehst du das? Ach, so dieses Haus, oder? Na, hier diese... Ich krieg hier nichts angezeigt. Echt nicht? Ja, vielleicht hast du es schon. Ja, ich guck mal. Ja, habe ich schon. Ja. Ah, ne, hier. Hier krieg ich es angezeigt. Ja. Nee, ich krieg hier nur so ein Z angezeigt. Ja, ja, nee, dann hast du schon. Wenn du Z hast, schon entdeckt. Halt so ein Radius. Okay. Ja, hab ich. Ah, war das? Rumpfschrei, Reh, in deiner Richtung. Ja, das kann man anlocken. Rumpfschrei. Ein Bumsschrei. Ja, ja, jetzt wird hier Bums. Hier hat man eine gute Übersicht. Das ist perfekt, ne? Ich halte mal mit dem Fernglas Ausschau. Oh. Aber hier haben wir leider keine Breitengrade und so, ne? Nee. Das ist schade. Ein bisschen PUBG verwöhnt dann, ne? Habe ich noch nie gespielt. Ja? Hör ich auch nicht. Oh, neuer Schrei, rechte Seite. Ja? Warnruf. Da kann sein, dass er auch da hingelaufen ist. Könnte ich mir vorstellen, ne? Da bleibt auch ruhig mal im Gebüsch dann stehen, da hast du auch deine Deckung, da kannst du auch meistens stehend lauern. So, nicht wundern, ich bewege mich gerade. Ich sehe noch nichts.
Das ist auch nicht immer die genaue Richtung, das ist so grob. Ja, ist aber schon Das ist relativ halt eingegrenzt. Das war relativ klein, dieser Kessel. ja, aber trotzdem, das ist halt nur grob. Also, ich habe das auch mal von Weitem gesehen, wo eins war, und dann kam Warnruf und das war rechts versetzt. Da kommt was auf der Da Straße. kommt's. Ja, von mir kommt Willst du es eins. haben? Auch meinetwegen kannst du auch deine EP holen, mir ist das wurscht. Okay, dann nehme ich die gerne. So, eins habe ich auch getroffen, falls jetzt zwei da waren. Es hat nochmal geschissen, bevor es gelaufen ist. Hey, wo ist denn jetzt meine Spur? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Kann das nicht hier? So, gerade eben lose. Ja, ist ja schön. Hab ich auch. Hat er dich Fleischwunde, gerade getroffen? eben. Ja, ich denke das bei mir auch. Kann das an dem Wind liegen? Jetzt mal ohne Scheiß. Manchmal denke ich so an die Bäume, aber. Also es ist hier lang gelaufen, das So. weiß ich. Ah ja, ist eine neue Ich habe Spur. ja aber keine Blutspur. Ich habe es, glaube ich, echt nur Blutungsgrad getroffen. sehr gering. Ja, wenn ich den nicht getroffen habe, kann es ja nochmal Weil klappen. bei dir war es auf der Straße stand's, oder? Nee, bei mir war neben der Straße im Wald. Okay, nee, das war nicht mal. Manchmal laufen wir auch immer zu zweit. Aber ich habe hier keine Blutspur, dann habe ich es echt nicht erwischt. Was ein Scheiß. Ja, was komisch, ne? Kann das sein? Das ist ja wie so ein Kirmesgewehr, ey. Ja, das ist schon. Laufend. Ja, vielleicht gleich irgendwo kommen. War es aber weit gelaufen. Es ist wieder zum Fluss gelaufen, ne? Ja, aber das ist da, wo ich das eine Viech geschossen habe. So, da hinten Hirsch Hab ich brummt. auch. Aber getötet haben wir eins. Da ist auf jeden Fall ein brauner, wieder dieser violette Kreis. Ja, ich verfolge auch gerade. Aber Blutungsgrad ist sehr gering. Ah, das ist egal. Also wenn es ein Reh ist, hättest du es zu Tode. Ah, ich Das ist hab's. sicher. Ja. So, dann. Ach, ein Hirsch. Ja. Dann können wir hier die Straße direkt hochgehen auf die Insel. Da müsstest du auf der Karte auch ein grünes Fragezeichen sehen. Ja, das ist genau die Ecke, wo ich eben eins geschossen habe. Ja. Weil da unten haben sie immer gehangen an dem Wasser. Aber hier kam ja auch wieder ein Warnschrei vom Hirsch. Lass mal hier die Straße zum Schießstand. Und das mit der Sniper üben. Neuer Schrei. Rumpfschrei. Spaß. Ja. Gehen wir noch ein paar Minuten. Da liegt Kacke. Sehr alt. Oh. Ah, gerade eben eine Losung. Ja. Ah, da muss das hier sein, dann Ich war habe das auch gerade einen was. Schrei gehört. Ja. Nicht runtergefallen. Hier sind, Hat er. hast du? Ja, aber hier rechts ist eine Hütte, da liegt meistens immer noch ein Geweih drin. Ich kann mal selber schauen. Also meine, also ich dachte, du hättest einen gefunden. Also es war hier der Ruf, der kam von hier irgendwie, aber das ist wahrscheinlich da links. Ja, hier ist eine Spur, die läuft doch nach Weil links. hier kannst du auch einmal hinkommen, hier liegt ein Geweih, da kriegt nochmal 80 EP. Ja, die sind, links lang gelaufen. Ich hab eine Spur. Okay. Können wir gleich machen. Einmal das Geweih nehmen, 80 EP kriegen. Hat er auch was. Ah ja. Ja. Warnruf.
Da sind auch die Spuren hier vorne, genau die vor dir. Das ist die. Ja. Ist relativ nah, ne? Wenn die näher aneinander sind, dann sind die relativ nah immer, ne? Hä, jetzt läuft der gut. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit. Dann nehmen wir doch die hier. Gerade ich. Dann sind wir nah. Ja. Sollen wir auf die Brücke gehen und gucken, oder? Ah, hier, ja, da, wo du bist. Hier lang gelaufen, hier ist klar. Ja, hier sind mehrere auf jeden Fall. Traben. Ja, die waren uns noch nicht. So, hier ist aber glaube ich eine gute Stelle, um sie vielleicht anzulocken. Ja, ich glaube sogar, wir können auch so ein Stück rechts hier. Und da unten ist auch wieder Wasser, klar. Ich habe aber auch die nächste Spur verloren. Ah ne, du hast sie. Ja, hier bei mir ist sie. Ist der Bogen denn gut, oder? Oh, ich finde den irgendwie schon cool, ja. Aber der macht keine Geräusche, ne? Das ist richtig. Ich hab das Gefühl, das Viech ist hier irgendwo. Ah, ich glaube, da ist noch weiter weg. Oh. Ja, wenn da steht... Ah, da, neuer Schrei. Und links, da ist wieder der Bogenschrei. Hm. Hier ist eine neue Spur. Gucken, wenn die links geht, dann ist es genau er. Aber selbst wenn man so langsam geht, hat man zwei Striche. Ja, es ist er. Genau die gleichen, gerade eben, oh. Guck mal, wenn du so normal läufst, hast du zwei Striche. Und wenn du rennst, hast du auch zwei Striche. Kannst du auch rennen, ey. Nee, ich hab dann aber, rote Striche danach dabei. Ja, zwei rote. Dann bist du aber extrem laut. Ja, wenn ich so normal gehe, wie du gerade... Aber wenn nur schnell hintereinander auf vorwärts gehen würde. Ja, das ist gerade. Sieht aber behindert aus. Das glaube ich. Aber jetzt habe ich aber die Spur. Ach, da hinten. Jetzt bist du gelaufen, ist der wieder weiter weg. Gerade eben. Hier irgendwie. Ja, wo ist denn die Spur? Hallo? Hm. Ah, hier sind auf jeden Fall andere Spuren. Ja, aber es kann ja wieder weit weg vom Schuss sein, ne? Ja. Lass uns mal hier gerade übers Feld gucken. Gesagt, ist nichts. Wir schon. Rotwild. Also ich sehe nichts. Oh ja, ne. Was denn hier? Also dann lass einfach mal zum Schießstand laufen. Okay. Über die Brücke da hinten. Haben sie Glück gehabt. Ja,
Kann sagen, ja. Eben bin ich auch so gelaufen in die Richtung von wo diese Schreie kam, kommen mir drei entgegengelaufen. Einfach laufen sie einfach mir vorbei. Hier ist die Spur. Ja, das war cool. Hier ist die Spur. Ja, das ist krass, das ist aber jetzt mega weit weg gewesen, ne? Eine andere Spur. Nee, die war blau. Hast du es auch eingestellt, die Spur, die du verfolgst, ist blau? Nee, oder? Ich hatte oben den Hirsch gehabt. Moment, jetzt war ich aber. Ja, hatte ich ja auch. Den hatte ich ja auch. Aber da hinten ist die Brücke und dann auf die Insel. Da wollte ich eigentlich. Okay. Ja, welche Farbe hast du eingestellt bei Spuren, die du verfolgst? Blau. Wie auch. Und Spuren, die neu sind? So rosa. Rot. Ja, wie auch. Weil hier ist eine blaue. Ja, dann hast du die schon irgendwo mal entdeckt. Nee, hier war ich noch gar nicht. Ah, dann läutert die hier irgendwo mal rum. Ah, schrei. Ja, auch wenn die mal im Kreis rumlaufen. Ein Warnruf bekommen wieder vom Dammhirsch. Ja, wir machen gerade auch ordentlich Krach. Ja, ich habe gestern zwei Abonnenten dabei bekommen. Ja. Bist du jetzt gerade auch am Stream? Ja, ja. Jetzt habe ich 11. Yeah. Frank, du musst mich auch noch abonnieren. Muss ich das wohl tun, ne? Ja, ist wichtig. Aber dieser Zwang. Hier hast du eigentlich die beste Übersicht, ne? Von dem, von der Brücke aus. Aber. Aber Triss. Ja, bei dem Kirmes hier wäre, ey. Ja, ich spare jetzt auf jeden Fall für eine gute Knarre. Aber die kann man erst kaufen, wenn du genug hiermit gekillt hast, oder? Ich meine ja. Ja, dann dürfen die die ja nicht für 6000 anbieten, sag ich mal, und dann nicht verkaufen, oder? Schon okay. Du hast gelesen, hier kannst du so viel ballern, wie du willst, die Munition, die wird nicht. Hm. Weniger. Ja, du musst ja erstmal freischalten. Achso. Schießstand freigeschaltet. Klack. Der war vorher zu, jetzt haben sie ihn erst geöffnet. Nur für uns. Boah, ist aber weit weg, ne? Ich sehe gar keinen Zielscheibe. Ich auch nicht. Eigene Punkte zurücksetzen. Was drückt? Ich sehe auch keine. Achso. So, jetzt schauen wir. Ja, warte, machen wir noch eine zweite. Ja, machen wir das. 150 Meter, probieren wir aus. Das ist schon eine gute Entfernung. Ich hab die 9. Okay, dann wo ist denn die 9? Nein, ich meine auf der Karte 8 habe ich. Okay. 9 Punkte, so meine ich's. Ach, ja, ich hab 8 Punkte. 8. Bei der 6. Okay, das war jämmerlich. Aber ich denke, der Wind macht, spielt gar keine Rolle, ne? Nein, ich glaube nicht. Den Schuss halt nachladen, ne? Das nervt. Ja, 10 Punkte. Nochmal 10. Yes, sir.
Hab ihn eingeschossen. Ja, man hat keine Luft mehr. Kurz warten. Und nochmal. Junge. Schmeiß mal, wenn er so schwer atmet. Mal sehen. Oh, okay, der geht meilenweit daneben. So, dann kannst du jetzt mal Wurfschmeter ausprobieren. Wie er da verzieht. 50? Hab ich jetzt, hab ich schon. Achso. Ich nehm die 7. Geht aber eigentlich. Na, hier verziehst du nicht so, aber auf die 50, also da merke ich das schon gut, wie der wackelt. Oh, bisher habe ich nur 10er gemacht. Ja, ich auch. Funktionierend. So, und für die Faulen. So, hier kannst du mal. Machen wir ganz hinten. 500. Ja, habe ich eigentlich gerade. Ah, sehe ich jetzt. So, 500. 500. Ah ja, okay. Oh, der kann nicht. Wo sehe ich denn, dass ich getroffen habe? Rechts. Weil ich habe noch Entfernung für. Ich muss noch mal eigene Punkte zurücksetzen. Hä? Warum treffe ich denn überhaupt nicht? Ich auch nicht. Einen Punkt habe ich geholt, was? Doch. Nee, das ist ein Schuss. Ja. Ja, vielleicht zählt da der Wind. Ich mach mal ein bisschen nach links. Hä? Du triffst auch nichts, ne? Nee. Bei mir steht aber Entfernung 50 Meter noch. Stimmt, bei mir auch. Jetzt hab ich nochmal neu gemacht. Trifft er deswegen vielleicht nicht? Jetzt steht da wieder Entfernung 50 Meter. Vielleicht kann er nur 50 Meter weit schießen. Hä? Ja, das sieht nichts. So, näher rangeholt, 350 Meter. Ist aber jetzt auch nichts da, ne? Doch. Nö. Nee. Ah, jetzt. Ah, jetzt steht aber Entfernung 350 Meter. Ah, du musst aus höher zielen. Der zielt nach unten, Frank. Bei mir steht er immer noch 50 Meter. Bei mir steht 350 Meter. Ja, auf jeden Fall zieht der ziemlich runter. Der zieht runter? Also ja. Die Patrone fällt. Ja, boah, da zieht einiges runter. Ich habe auf die 10 gezielt und habe die 1 angekratzt. Also, ist scheißegal, wo ich da hinschieße. Ich dachte, da. Ah, jetzt. Ja, du musst wirklich, auf die Entfernung musst du höher zielen. Verstehe ich das. Ah, krass. Guck mal, wenn du oben auf die Nummer zielst, die 7, ne? Ja, war gerade machen. Dann treffe ich in die Mitte. Okay, ich schieße. Hä? Ah, guck mal, ich habe gut Punkte. 8 Schüsse. Schüsse, komm, ich lass mich mal aufholen mit den Schüssen. 7. Ja, ganz leicht daneben. Ah, ein paar Punkte mehr. Boah, synchron geschossen. Ah ja, und da kannst du auch noch kaufen. Das ist auch wieder. Ja, super. Du musst unten an die Zahl schießen. Da triffst du in die Mitte.
Ja, hat er bei mir nicht, aber bei mir wackelt er auch ziemlich immer. Naja, du musst unten rechts mit dem Herz, das dauert voll lange, bis er wieder aufhört, so schnell zu pumpen, ne? Wieso, was habe ich denn hier überhaupt? Okay. Magnum, okay. Ich würde einmal die 10 gerne treffen. So, die hätte ich, die kann man auch kaufen. So, ich habe auf eine andere Zielscheibe geschossen. Achso, hier vorne kann man einkaufen. Ja, genau. Also, wenn du 6000 hast, kannst du normalerweise. Ja, okay, also ich kann sie, ich weiß nicht, ob ich schon so viel hab. Die 223 Dosshand oder Dockhand. Ich guck sofort. Ich muss gerade Munition für die anderen kaufen. Ja. Da kann man ja immer mehr kaufen, ne? 69. Läuft er dadurch langsam oder was? Ja, irgendwann ja. Und ist halt dann auch, glaube ich, lauter. Ich habe jetzt 100 Schuss. Gewehre? Flinten. Oh, Flinte ist auch geil. Ja, genau, diese DOS sind 6000, ne? Genau. Hast du die schon? Nee, ich könnte es mir holen, ich weiß aber nicht. Aber die ist auf jeden Fall Präzision, siehst du, ne? 100 ist ein schönes Scharfschützengewehr. Ja. Aber da steht auch, ist halt nicht für Großwild gedacht. Weil da kommen die Schüsse nicht so gut durch. Ah. Ich würde mal gerne wissen, hier steht ja DLC, ne? Bei manchen. Ja, bei mir nicht, weil ich es nicht habe. Ich habe jetzt zum Beispiel, siehst du diese Couchmate Leva 45, 48.000 Tacken. Darunter ja. Habe ich die King 47. Ja, die habe ich nicht. Bei mir kommt Range Master 338. Also das ist dann wirklich ja, okay. Für die DLC. Kostet auch 90.000, werde ich mir eh nie kaufen können. Krass. Ach, und rechts daneben rechts. Stehen die Gewehrpunkte, siehst du das? Ah ja, genau, richtig, ja. Also muss ich eh noch ein paar Viecher schießen, bevor ich mir überhaupt was holen kann. Ich habe jetzt 125 ja. Punkte. Ja, ansonsten gehen wir auf Bögen. Ja, dann müsstest du hier normal für 6000 diesen Razorback den unteren kaufen können. Ich habe einen Bogen, aber wir sind alle Bögen kostenlos. Ja, okay. Also ich habe, also außer der Bierclaw, der kostet bei mir. Ja, okay, den kann ich auch anheben, aber gibt's auch keinen Unterschied. Aber mit dem DLC kann ich mir eigentlich alle Bögen holen hier. Ja, dann hol dir einen guten. Siehst ja dann da. Also ich habe Präzision 38, damit komme ich gut rein. 33, 38, 45 habe ich hier. Ja, probier mal aus. In weiß. Wird dann besser. Ach, es gibt mehrere. Arctic, Classic, Darkstar oder Warden. Ideal für die Jagd auf kurze Distanz. Ist alles nur kurze Distanz, ne? Ja, es geht. Und ich habe noch einen normalen Bogen hier, so einen richtig alten Ziehbogen. Okay. Aber hat nur 38 auch. Nachladezeit 100, Hüftschüsse 10. Womit? Ich habe diesen Razorback Light CB 60. Mit dem bin ich zufrieden. Aber ganz unten, ne? Na gut, ich weiß nicht, wie viele da hast, das sehe ich ja nicht. Ja, da ganz unten ist auch der Razorback. 33 hat der. Aber ich überlege gerade, ich habe halt diese anderen Bögen. Ich habe Armbrust halt, ne? Ja, probier aus. Also, aber das sind vier, die heißen gleich, haben immer nur ein anderes Ende. Die sind halt mit einer anderen Tarnung. Ich nehme mal irgendeinen fürs Gebüsch oder so. Also ich würde, ja, man muss auch mal die Beschreibung ein bisschen durchlesen, wofür die dann halt sind. Also meiner, der ist ja geräuschearm, tödlich präzise, das ist schon cool. Und ist halt für das meiste Wild wie eine Flinte halt geeignet und für klein bis mittelgroßes Wild. Und hier diese Hawk Edge, die ich ja noch kaufen kann. Was hatte die? Also bei mir steht jetzt hier... Die kann zum Beispiel Elch und Bäre erledigen. Ah krass. Das wunderschön gewobene Carbonrohr.
Eine eingebaute Sehnspanne, bla bla bla. Und ein Köcher mit 4 Bolzen macht die bla 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 für die Jagd auf kurze Distanz. Die Präzisionsarmbrust verfügt über ausreichend Zugkraft, um auch das große Wild zu erlegen. Na gut, wir werden mal kein Großwild haben. Also wir haben hier... ich glaube, das Größte hier sind tatsächlich die Hirsche, ne? Rothirsche. Ja, hier gibt es halt die Farbe Weiß, na, hellbraun, dunkelbraun und Blattfarben. Immer Blattfarben. Immer Blattfarben. Ich weiß nicht, ob da drauf einen Tarnbonus gibt. Kostenlos kaufen? Ja. Da musst du noch unten Munition auf Pfeile gehen und dir da entsprechende Pfeile dann natürlich. Ah, das kostet mich wieder Geld. Durchschlagskraft 90. Ach, Waffenklasse Bären unten steht. Waffenklasse Hirsch? Hase? Hm. Ach, da steht. Ah, okay. Hm. Ja, erst reicht, aber damit kriegst du ja Blatt. 30 Meter, 20 Meter. Ah. Die sind auch teurer. Ja, Bären haben wir hier nicht und Hasen haben wir hier, glaube ich, auch nicht. Ich kaufe jetzt die obersten mal. Ja. Obwohl Hase ist gleichzusetzen mit dem. Ist das jetzt ein Pfeil, den du kaufst? Jetzt hin. Ja, du kannst immer nur 4 mitnehmen, stand da gerade eben. Ah, ich habe auch noch ein neues Visier, was ich kostenlos kriege. Ah, ne, das habe ich schon drauf. Pistole, ey. Ja, Pistole ist ganz cool, wenn plötzlich was nah ist vor dir. Ich will nichts. Dann kannst du einfach so ballern. Ich will nichts sagen, aber ich krieg auch eine Schrotflinte umsonst hier. Ja, krieg ich. Ja, umsonst? Ja. Die Grankin. Ah, die siehst du dann gar nicht, ne? Grankins. Stecher. Die ist weiß. Ah, cool. Geh mal auf Garage. Du hast das auch angemacht. Man kann hier. Die ist noch gesperrt. Warum ist die gesperrt? Geil, ich habe mir ein Auto geholt. Was geht denn das jetzt? Ah. Ich kann mir die kostenlose Flinte nicht holen. Die ist gesperrt. Okay. Ich höre es. Ja, geil. Sehr cool. So, jetzt muss ich noch ein Visier auswählen. Genau. Ist ein bisschen tricky gleich mit Munition und Bogen. Muss gleich bei dir nochmal in den Inventar gehen, Munition nochmal rüberziehen, sonst hast du da auch nichts. Ja, okay. Jetzt habe ich auch noch eine Flinte. Lockmittel. Lockpfeifen. Ich habe hier noch eine andere Lockpfeife. Schnauben. Kostenlos. Ah, ne. Steht in Besitz, aber ich habe die noch gar nicht, glaube ich. Oder ich habe sie noch nicht gefunden. Ne? Rehwild. Ach, dieses komische Möb ist für Hirsche und dieses andere ist für Rehe. Ja, genau. Jetzt sehe ich es gerade. Ist da noch irgendwas kostenlos? Duftstoffe. Starker Duft, mit dem du weibliche und männliche Moschustiere anlocken kannst. Der Duft länger vorher als Lockruf ist. Das ist ein Lockmittel. Reichweite 200 Meter. Hm. Aber irgendwie scheint das nicht so funktionieren. Ich kann auch eine Attrappe hier von einer Gans. Verbrauchst du? Ja, dann gehen da, glaube ich, Füchse drauf. Oder ja. Ach, Kleidung kannst du auch holen. Okay. Rucksack. Fernglas. Ach, sogar ein Zelt kannst du holen. Ich glaube, da brauchst du ja nicht. Ja, ist auch wieder DLC-Gegenstand. Zweimann-Zelt für alle Wetterbedingungen. Das patentierte Hightech-Zelt Moskito blablabla, extremsten Bedingungen Nordskandinavien verringert nachgewiesen den Blutverlust des Benutzers um 5%. Okay. Tarnzelte habe ich noch und Tarnliegen. Garage. Bei Garage kannst du ein Ding anlocken.
fordern. Ja, hab ich. Achso, du musst so unbedingt, wenn du Waffen gekauft hast. Munition, ja. Auf Lager gehen. Macht er? Ich muss nur mal ganz kurz für die Flinte Munition holen auch. Kompatible Gegenstände. Ach du, es gibt extra Munition für Füchse. Aha. Das ist so Streumunition. Ah, ja, die sind ja flink. Ein Reh, Postenhelm. Ah, ich hol die fetten. So, Bögen, Pistole, Gewehre. Habe ich alles? Auf Lager, ja. Genau. Dann hast du links, was im Schrank ist, an Waffen. Hm. Du musst mal rechts in dein Inventar reinziehen, sonst hast du den nicht mit. Ah, super. Ja, ich habe jetzt eine schöne Schrotflinte. Ja, das ist cool. Ah, und diese so, Lockmittel... Oh, Junge, ich habe auch diese Guns umsonst, ne? Im Inventar. Dreimal. Okay. Ja, wenn du vom Schrank raus... Und vier Zelte. Hier. Alter! Ach so, dann kannst du wahrscheinlich im Zelt dann auch übernachten oder sowas. Dann spawnst du mal im Zelt oder so, dass du mittendrin aufbauen kannst. Ja, ich habe auch ein Deluxe-Tarnzelt für drei Leute. passt aber nicht mehr rein. Ich kann nichts mehr tragen. Oha. Egal. Ja, jetzt habe ich alles. Jetzt bin ich glücklich. So, jetzt musst du auf M klicken, dann nochmal auf Inventar. Ja. Munition. Dann musst du die deiner Waffe noch zuweisen, sonst funktioniert das nicht. Munition, Flinten. Ich habe aber noch nicht mal... Ich muss die Waffen erstmal zuweisen hier, auf die einzelnen Plätze. Aber man kann immer nur eine Waffe nehmen? Zum Benutzen, ja. Ah, nee. Jetzt, jetzt weiß ich. Okay. Gewehr. Okay, Visiere. Lockmittel für Hirsche. Habe ich auf der 4. Schnauben 5. Blöckbock. Ich habe wirklich so eine Ente hier, ne? Ach, hier dieses... kann man eigentlich vergessen. Hier steht betroffene Tierart, Weißwedelhirsch, Schwarzwedelhirsch, Maultierhirsch. Mal hier gerade. Was meinst du? Diese Blöck-Lockrufe da. Mhm. Dieses, dieser Steuer da. Hier stehen halt die Tiere, wofür die halt sind. Mhm. Da kommt aber nicht der Damm... Dammhirsch vor. Ich hab. Der hier mal rumläuft. Aber ich weiß nicht, wenn ich diese Ente jetzt auspacke, ob du die sehen kannst. Siehst du die? Oh, wie süß. Guti, 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 guti. Ich habe jetzt 10 Plätze hier, warte mal. Inventar. Wie kann ich denn die 10 drücken? 1-0? 0 ist das. Ah, okay. Und hier, das ist meine neue Schrotflinte. Oh, nice. Aus dem Weiß. Ja. Dann habe ich hier E hier. Okay, ich will auch. Das ist hier. Ja, geil. Okay, Bangers. 5. Okay. Genau das meine ich. Das brauchst du gar nicht verwenden. Das war's dann. Hat nachgelesen. Was ist das für Hase? Ah, warte, muss ich googeln. Warte. Diese Lockpfeife ahmt das aggressive Schnauben von Antilopen und Hirschböcken in der Brumpfzeit nach. Einfach in der Handhabung und perfekt geeignet, um geschlechtsreife Böcke anzulocken. Geil. Und unten steht dann in grün betroffene oder betreffende Tierart. Weißwedelhirsch, Springbock, Steifengnu, kleiner Kudu und Maultierhirsch. Ja, dann brauchst du das für diese Gefilde hier gar nicht. Ja, und ja, eigentlich brauchen wir nur das Rehdinge, ne? Aber nee, nee, wir haben ja auch die Hirsche also, da.
Ja, da habe ich nämlich eins geholt, das heißt Geweihrassel. Das habe ich gar nicht. Das kann ich. Das für einen Dammhirsch. Ja, ich weiß nicht, ob du das dann siehst hier. Ja. Das sieht aber komisch aus. Das glitscht in der Luft. Ja, geil. Also brauche ich eigentlich nur. Das hier, ne? Ja, geil. Wo ist die Ja, Hupe? keine Ahnung. Das ist wichtig. Ah, mit der Macht soll ich gut sein. Da ist er immer gegen die Wand gefahren. Ach so. Wir fahren jetzt einfach über die Rehe drüber. Aber ich muss mal ganz kurz in der Steuerung gucken, wo die Hupe ist. Das ist wichtig. Ich guck schon bei Ton. Warte. Manuelles Nachladen. Oh, Tastenbelegung. Oh, du bist gegen Baum gefahren. Fertigkeit benutzen auf F. Man kann Fertigkeiten benutzen. Okay. Auf 11 habe ich mein Licht. Auf L ist Stirnlampe. So, ich würde sagen, wir fahren die Straße einfach mal hoch. Ich weiß nicht, siehst du auf der Karte jetzt einen Wegpunkt von hier? Warte, bin sofort fertig. Ach, du kannst auf. Warte mal ganz kurz. Das muss ich ganz kurz ausprobieren. Hast du gehört? Ah ja, die Pfeifen. Ja, ich fahre dir mal hinterher. Das ist meine neue Hupe. Mann, die ist mega laut, ey. Aber echt. Boah, 43 43? Okay, hab ich 43. auch. 45. Geht viel, viel schneller. Hast du geblinkt? Ich hab's nicht gesehen. Oh, 80. Krass, wie weit ich laufen. Ich habe auch noch eine blaue Spur auf der Kohle. Ich sehe es auch gerade. Aber dann ist es schneller als meins. Du bist einfach zu fett. Ja. Aber jetzt bin ich gegen Pöller gefahren. Auch wieder blau. Boah, die haben echt eine Reichweite, das ist so Wahnsinn. Au, oh, jetzt überhole ich dich. Boah, ist das laut bezahlt. Boah, wie laut, ey. So, hier müssen wir beim Rotbild sein, das ist ja gut. Kann ich meinen neuen Bogen ausprobieren? So, next wird die dann rechts. Okay. Ist dann auch hängen. Ich bin hängen geblieben an der Brücke. Ja,
Okay, das war noch langsam. Also. Ich will die einmal reinfahren. Ach, du hast unten eine Lebensanzeige vom Quad, ne? Ja. Ich hab nicht mehr volles Leben. Ah ja, ja, ich hab gesagt, ich wollte hier mal reinfahren. Wie gemein. So, jetzt soll ich aber auch Schluss machen. Okidoki. Wir werden müde. Ja, du musst Montag früh raus, ne, mit dem Hund. Genau. Er hat dann nochmal gesagt, Knoppers. Ne? Ja, ja, Knoppers. Oh. Da war noch was. Warnruf. Komm, ich will mit meiner Armbrust hier und dann hier mit Kasala. Ich will einmal mit der Schrotflinte schießen. Ah. Ich glaube, es hat mich 2 Patronen gekostet. Oh ja, hat's. Ach, den sieht man ja vielleicht, freies Gelände. Na, ist gut. Aber ich sehe ihn natürlich nicht. Boah, ich würde mal gerne wissen, wie man mit dem Bogen hier mit dieser Armbrust zielt, ey. Oh. Da ist wieder. Brumpfschrei, Rotfuchs. Ganz hinten durch. Wo sieht man denn? Nee, ich sehe ihn nicht. Das bin ich. Ach schon, was sind das jetzt für Bäume, die da knarzen? Das ist wie so ein kaputter Motor. Das Viech muss ja irgendwo hängen. Aber womit lockt man denn eine, ich wollte gerade sagen, Hai an? Die Füchse mit einem kaputten Hasen quasi. Also einem verletzten Hasen. Das ist auch so eine Tröte, aber klingt total bescheuert. Oder eine Ente? Soll ich mal eine Ente hier hinstellen? Ja, mach mal. So, Platzierung nicht möglich. Vor dem roten Ding da oder so. Außerhalb des gültigen Bedürfnisgebietes. Ah, alles klar. Was mit ihr? Auch nicht. Ach, man kann auf dem Mausrad auch die Waffen wechseln. Na klar. Ja, ich drück die ganze Zeit. Wenn die Armbrust nur auf kurze Distanz ist, dann bringt das ja auch nicht viel, oder? Das geht. Also wenn du vorhin die Rehe, die wir da haben, rankommen lassen, die Entfernung ist okay. Ich würde gerne mal schießen. Warte. Ich habe nicht gesehen, wo er hingeflogen ist. Du schnell. Ah, hier haben wir eine Spur. Das ist bestimmt der Fuchs. Ja. Eine schöne Fläche, ey. Ja, ne? Da oben kannst du einen Hochstand bauen. Wo? Das ist schon fast ideal. Bisschen rechts von dir. Ich seh's.
Das ist echt ideal, ne? Was meinst du, was da kostet? 2,5, glaube ich. Hab ich so viel Geld denn noch? Nö. Ich hab noch 2. Ja, kannst mal gucken, manche kosten auch nur 1200, das sind aber dann eher so Unterstände. Ja, ich behalte die Kohle erstmal. Besser ist es. Ja. Hier ist richtig schön. Übersicht, technisch. Oh. Hier kann ich auch so mein Zelt aufschlagen. Mega. Hörst du es auch? Die Eule oder was? Ach, du bist das, wenn du dich so drehst. Das mit der Eule so geil, das ist richtig, wie das immer hörst. Stäubchen. Ja, das ist schon cool. In der Nacht hast du auch Uhus. Du bist schon weggelaufen, ne? Nein. Hast du einen gesehen? Ich mach einfach nur so. Achso. Meinst du, man kann einen Vogel treffen? Warte nicht. Doch, ich hab ihn getroffen. Abgestürzt? Ja, hier vorne. Echt? Ja, ja. Aber es war mehr Glück als Verstand, glaube ich, gerade. Ja, vielleicht kannst du damit auch Füchse anlocken. Ah, guck an, da ist er schon. Ist hier irgendwo gelandet? Ich habe hier halt eine blaue Spur, aber das wird ja nicht von dem Viech sein. Nee, von dem Fuchs von vorne. Ist auf jeden Fall runtergekommen. Er hat geleuchtet und ist runtergefallen. Da muss ich mir wohl noch einschießen, ne? Na, guck mal, da hinten ist der Fuchs. Ich hab den nächsten Vogel gehört. Hier ist der Fuchs, da ist der Fuchs. Okay, warte, ich komm mal. War relativ weit, um den zu treffen auf die Entfernung. Viel Glück. Warte, ich komm mal. Aber ich habe noch nie einen Fuchs gesehen, ich will den erstmal sehen. Beeil dich. Nur geradeaus, da ist ja irgendein Busch da, da drüber ungefähr. Ja, ich seh's. Was schaff ich? Viel Spaß. Nee, der war drüber. Ah. Ich habe extra drüber gezielt wegen der Entfernung. Krass, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie der aussieht. Ja, klein. Aber du kannst die Vögel einfach runterschießen hier, ne? Jeder Schuss ein Treffer. Ich bin auch eingetroffen. Nochmal. Siehst du hier über mir den Vogel? Ja. Okay, bei mir flattert er weiter. Ne, er ist hinterm Busch gelandet. Was ich auch immer cool finde, guck mal hinter dich. Auf dem Boden. Warte. Sonst verliere ich die Spur vom Vogel. Vogel. Ich habe ihn runtergeschossen, aber ist ihn irgendwo. Hier hätte er legen müssen. Schieß mal auf den Vogel. Ich glaube, wenn du daneben triffst, fällt er trotzdem runter.
Was sag mal. Hier kannst du übrigens auch immer sehen, wo wir hergekommen sind, ne? Das ist ja so eine richtige Schneise. Ah. Da kannst du auch bei Tieren sehen. Ach krass. Und wenn die einfach hier durchlaufen, dann siehst du hier schön den Weg. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich sehe nur Kacke hier vorne. Ja, das ist ja den Fuchs, den du da verjagt hast. Sehr frisch. War der das, meinst du? Sehr frisch, oder? Sehr frisch vom Fuchs. Oh, sehr frisch, ja, sehr frisch. Obwohl, die sind ja recht flink. Könnte vielleicht hängen. Ja, hast du hinten schon die Kettensäge? Wird schon verarbeitet. Ja, das ist, sind die Fußspuren zu ihm. Oh. Ich habe aber wieder so ein Fragezeichen da. Ich glaube, das ist der Stand, den man kaufen kann, wo du gesagt hast, ne? Ja, genau. Du musst ein bisschen hin und dann wird er entdeckt. Ja, ich entdecke den mal gerade, dann gucke ich mal, was der kostet. Ja, also hier ist, denke ich mal, echt nicht schlecht. Aber der läuft so langsam. Du musst dir mal die Axt angucken. 2100. Oh fuck. Hab ihn gekauft. Ja. Ja, okay, ich hab auch gefahren. Ja, geil. Kannst du da auch rein? Oh geil, Junge. Wahrscheinlich. Und das Doofe ist da oben. Weg von meinem Schießstand. Raus aus meinem Haus. Boah, ist richtig geil hier. Komm mal runter. Boah, hier hast du echt alles im Blick. Ungültiges Ziel, ich darf nicht auf die Schießen. Echt nicht? Ne. Ach, du hast es versucht, du musst mich erst abdrücken, bevor er das sagt. Ne, ich kann da nicht hoch. Ja. Keiner. Aber ich kann mir den auch kaufen. Ja, der ist gut. Der gefällt mir. Du kannst bis hinten zum Fluss gucken. So, aber ich wollte raus. Brauche ich jetzt auch ab. Okay. Dann mache ich jetzt nämlich auch Feierabend. Oh, morgen wieder zum Sport, morgen früh. Dann habe ich noch ein paar Stunden Schlaf. Ich... Ja, nee, erst um 11. Ja, ich war heute. Gestern. Heute. Jojo. Tschüss, tschüss. Alles klar. Ich wünsche dir was. Ciao. Ciao.